Nicht mehr Peinliches sagen. Ja, hallo, einen wunderschönen guten Abend. Ich begrüße euch ganz herzlich zum Fachgespräch Festivalsaison 2021, nämlich zum zweiten Auflage. Das ist schon die Wiederholungsveranstaltung. Das letzte Mal haben wir vor 6 Wochen gesprochen und seitdem ist viel passiert. Ja, ich will euch ganz herzlich begrüßen und vor allen Dingen die Gäste, meine Gäste ganz herzlich begrüßen. Und freue mich, dass wir jetzt die nächsten 1,5 Stunden darüber sprechen werden, was in diesem Festival-Sommer gehen kann, was nicht gehen kann und welche Anforderungen es an die Politik gibt. Dazu will ich ganz herzlich begrüßen Eule von der Fusion, Angela von der Bucht, Stefan vom Bassliner, Tobias Hagelstein, auch als Rüde Hagelstein, als DJ bestens bekannt, André von der Linken, von der Linksfraktion in Brandenburg und Carsten Schölermann von der Livecom. Mein Name ist Karin Ley. Ich bin Bundestagsabgeordnete für die Mitglied des Parlamentarischen Clubforums. Ja, wir haben vor einigen Wochen an dieser Stelle gesprochen. Wir haben festgestellt, dass damals, ja, sah es ja noch anders aus. Es gab große Hoffnungen, dass es losgehen kann mit dem Raven in diesem Sommer. Dann kam kurz danach die dritte Welle und wir müssten, glaube ich, alle ein Stück weit umdisponieren. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Bevor ich auf die Festival-Saison kommen werde, vielleicht ein paar positive Sachen, Sachen, die gut gelaufen sind, die vielleicht habt und die, glaube ich, im weitesten Sinne auch zu dem heutigen Thema dazugehören. Was nämlich mal positiv war in den letzten Wochen. Wir haben im Bundestag tatsächlich hinbekommen, zu beschließen, Clubs als Kulturstätten anzuerkennen. Das, war ein 1,5-jähriger Kampf des Parlamentarischen Clubforums gewesen. 1,5 Jahre ist in der Politik ja fast schon schnell. Also nur die Bankenrettung ging schneller. Ja, es ist vor allen Dingen erstmal eine symbolische Anerkennung. Und aus meiner Sicht der erste Schritt für viele weitere, die kommen müssen. Ich habe es so interpretiert, dass es keinen Unterschied machen darf, ob in einem Konzerthaus der Bass oder die Geige die erste Rolle spielen. Das darf weder im Steuerrecht noch im Baurecht einen Unterschied machen. Und wenn es zukünftig so sein soll, dass Clubs tatsächlich im Baurecht aufgewertet werden, wie Konzerthäuser und wie Theater aufgefasst werden, dann ist das zumindest ja ein kleiner Hoffnungsschimmer, der vielleicht dem einen oder anderen Club helfen wird, den vielleicht den einen oder anderen Club von der Verdrängung schützen kann und vielleicht dem einen oder anderen Club auch ermöglicht, sich irgendwo auch innenstadtnah anzusiedeln. Also das haben wir gemeinsam durchgekämpft. Ich will mich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, an der Livecom natürlich, aber bei allen, die auch mit dazu beigetragen haben, Öffentlichkeit herzustellen. Und auch bei den Kolleginnen und Kollegen in den anderen demokratischen Fraktionen, sonst wäre es nicht gegangen. Also das war schon mal ganz schön. Eine der wenigen Sachen, die in letzter Zeit positiv gelaufen sind. Ich freue mich auch, dass das Thema Club und Clubsterben jetzt auch in vielen Landesparlamenten eine Rolle spielen wird oder spielen soll. Das hoffe ich jedenfalls. Isabel wird gleich was zu Brandenburg sagen. Ich weiß von meiner Kollegin Julie Nagel aus Sachsen, die heute kurzfristig, dass aber die Linke da zum Beispiel auch einen Antrag in den Sächsischen Landtag eingebracht wird. Und ich glaube, in vielen anderen Landesparlamenten kommt das Thema langsam an. Und es ist auch gut. Das ist eine Aufwertung in jedem Fall unserer schönen Subkultur. Und gleichzeitig soll es aber auch eine Subkultur bleiben. Also es geht natürlich am Ende des Tages um Freiräume, ja, indem wir, soweit es geht, diskriminierungsfrei leben, tanzen und feiern können. Ja, bevor wir zu weiteren Details kommen, was im politischen Raum passiert ist, würde ich gleich mit dem Stand für die Festivalsaison anfangen und würde auch mit Eule beginnen. Eule, du hast ja das letzte Mal uns große Hoffnung gemacht. Du hast auch euer Konzept vorgestellt, eure Teststrategie vorgestellt und da sah es ja doch noch sehr zuversichtlich aus. Jetzt habt ihr vor ein paar Tagen die Fusion absagen müssen.
Ihr spart in eurer Absage auch nicht mit Kritik an der Politik. Ich habe es mir auch extra nochmal ausgedruckt. Und ja, vielleicht beginnst du und sagst uns nochmal, wie es jetzt zu der Entscheidung gekommen ist und was auch konkret eure Kritiken an der Politik, an den Entscheidungen oder Nichtentscheidungen der letzten Wochen waren. Ja, also ich halte mich da mal kurz in der Chronologie, weil wir haben das mit der Absage in Form eines Logbuches veröffentlicht, auch auf unserer Webseite nachzulesen, wo man sehr gut rauslesen kann, wie sich in den letzten Monaten sich bei uns zwischen Hoffnung und Verzagen wir hin und her gerissen wurden und muss sagen, in dem letzten Gespräch, da habe ich das ja so kurz angedeutet, dass wir ein Konzept erarbeitet haben und das veröffentlicht werden. Und das haben wir dann auch kurz danach veröffentlicht. Das Konzept hat sehr positiven Widerhall gefunden und vor allem auch, was mich besonders auch gefreut hat, in Kreisen von Menschen, die sich mit der Thematik aus medizinischer und wissenschaftlicher Sicht beschäftigen, professionell beschäftigen und die uns eigentlich unisono gesagt haben, ist zwar sehr ambitioniert, aber in der Sache durchaus denkbar und machbar und inhaltlich richtig und eine so eine große Veranstaltung mit dem Ansinnen, dass alle Menschen, die ankommen, mittels PCR getestet werden, mit der Option oder mit dem Plan, sie während der Veranstaltung nochmal zu testen, das würde schon genau den Schutz bringen, den man maximal für eine Veranstaltung aufbieten kann. Das ist natürlich, haben wir auch gesagt, nie hundertprozentig. Aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die sich, wenn man guckt, was in der Gesellschaft sonst für Gefahrenpotenziale sind, wenn man sich dort bewegt, wir hätten sagen können, guten Gewissens, wer auf die Fusion geht, ist dort deutlich mehr geschützt wie in allen anderen gesellschaftlichen Situationen und Räumen, wo man auf Menschen trifft. Und wir haben auch gesagt, die Fusion 21 ist möglich und sie wäre möglich gewesen, wenn die Politik rechtzeitig konsequent gehandelt hätte. Wir waren damals, die dritte Welle war schon ersichtlich und als wir es veröffentlicht haben, waren wir schon eigentlich an so einem Peak, wo wir gedacht haben, eigentlich ungünstig, weil man versucht jetzt man kommt jetzt mit was daher um die Ecke, wo man sagt, das geht, in der Situation, wo alle gerade überhaupt nicht mehr gesehen haben, was überhaupt noch geht. Ich kann mich auch noch an die Situation in dieser Runde hier erinnern. Die war schon auch eher niedergeschlagen und das war ja auch damals ganz, ganz real, die Situation. Und wir haben uns dann trotzdem gesagt, wir machen das jetzt, wir bringen das jetzt raus, wir können auch gar nicht mehr länger warten und hatten trotzdem, es ungünstiger Zeitpunkt war, die Hoffnung, dass wir damit ja letztendlich eine Perspektive aufzeigen können und auch dafür dann sozusagen den Rückhalt bekommen könnten, dass wir das auch durchziehen können. Und auf der anderen Seite war es auch so, dass wir gemerkt haben, für viele Menschen war es in der Situation eigentlich auch total gut, dass so ein Hoffnungsschimmer aufgekommen ist und von wegen, ey, es ist nicht so, dass gar nichts geht und wenn man mit guten Konzepten aufwartet, und wir waren ja nicht die Ersten und auch nicht die Einzigen in der Kultur, die mit guten Konzepten gekommen sind, das muss man ganz klar sehen, die Kultur ist schon über lange Zeit, egal wie gut die Konzepte waren, einfach weggebügelt worden und da hat bisher kein gutes Konzept dazu geführt, dass es da ein Umdenken gegeben hat oder eine Rücksicht oder eine Aufmerksamkeit in dem Sinne, wie es die guten Konzepte verdient hätten. Das Gleiche ist uns im Prinzip auch passiert. Wir sind gelobt worden von denen, die was davon verstehen, und wir sind ignoriert worden von denen, die politische Entscheidungen treffen müssen. Und das war dann in der Situation, als es dann von der Landespolitik, als die Bundesnotbremse kam, haben alle so gemacht und haben gesagt: So, jetzt haben wir eh nichts mehr zu melden. Jegliche Modellprojekte sind geknickt oder gecancelt worden. Und es hätte da in der Situation natürlich von der Politik eine Aufmerksamkeit bedarf und es hätte auch einen Mut bedarf und hätte man auch sagen müssen, okay, da ist eine Gruppe, die machen seit 20 Jahren hier gute Veranstaltungen und die haben jetzt ein super Konzept. Und da hätte man natürlich auf uns zugehen müssen und sagen, okay, können wir daraus ein Modellprojekt machen? Das ist nicht passiert. Und wir mussten irgendwann auch feststellen, natürlich, klar, also die DEHOGA und
Tourismus- und Gastronomievertreter, die stehen da beim Wirtschaftsministerium auf dem Flur Schlange, geben sie da die Klinke in der Hand und versuchen da richtig auf den Tisch zu scheißen und haben dort überall ihre Lobbyisten, die den ganzen Tag nichts anderes machen, wie versuchen, denen da irgendwie für die Druck zu machen. Und das haben wir als Kulturschaffende halt nicht. Und wir haben da keine Lobbyisten sitzen. Und jetzt auch, uns ist aufgefallen, dass das eine Schiene war, dass die Politik natürlich gesagt hat, wir können nicht. Die Behörden hier vor Ort, die haben das anerkannt und haben gesagt, sie sehen auch, dass das gut ist, das Gesundheitsamt fand das Konzept gut, aber alle haben gesagt, uns in die Hände gebunden durch die Mechanismen, über die jetzt diese Pandemie und die Maßnahmen abgewickelt werden. Und das war eine Geschichte, dass wir gesehen haben, okay, wir haben keine politische Lobby, die uns da sozusagen aus der Defensive holt. Auf der anderen Seite war aber auch klar, uns war das eigentlich schon am Anfang klar, dass wir gesagt haben, eigentlich kommt alles schon wieder ein bisschen zu spät. Und wir haben im März gewusst, wenn jetzt irgendwie jetzt nicht konsequent Lockdown so gemacht wird, dass es eben auch die mitnimmt und die auch mitziehen müssen, wo ansonsten irgendwie die gewissentlich darüber hinweggesehen wurde, alles was hier sozusagen dem Profit und der Wirtschaft gedient hat, hat man immer schön außen vor genommen, hat man gesagt, ja, so ein bisschen Homeoffice wäre schon nicht schlecht, so ein bisschen man hat ja niemanden zu nichts gezwungen, weder zu Schnelltests noch zu Homeoffice noch zu irgendeiner Einschränkung in der Wirtschaft und hat das geflissentlich so getan, als ob das mit dem Infektionsgeschehen nichts zu tun hätte. Im Gegenteil, also da, wo man sich privat trifft, was zweifelsohne auch ein Infektionsherd war, aber eben nicht der einzige. Man hat, wie schon in der Geschichte davor, man hat die Rechnung für die, um die Inzidenzen runterzubekommen, wieder bei den gleichen Leuten eingetrieben, die eben auch schon im ersten Lockdown da gesessen sind und dem man sozusagen alles untersagt hat. Und man hat eben wieder mal einseitig und ungerecht versucht, auf ungerechten Schultern verteilt, versucht, diese Pandemie einzudämmen. Das war ist unsere Kritik an der Politik. Wir haben auf der anderen Seite aber auch gemerkt, dass wir uns ein bisschen, ja, das nicht so ganz in der Perspektive rangelassen haben, dass wir gemerkt haben, an diesem Festival, da hängen sehr viele Menschen dran. Da hängen wirklich 2.000, 3.000 Menschen, die auch alle irgendwie, also insgesamt natürlich noch viel mehr, aber sagen wir von den, ich nenne es mal das blöde Wort, systemrelevante mitarbeitende Kräfte, die klar haben, die müssen sich dafür Urlaub nehmen, die haben auch noch ein anderes Leben, die gehen arbeiten und die haben sich darauf natürlich eingestellt und in dieser Situation, wo die dritte Welle dann immer, also wo die Chancen immer weniger wurden, ist uns auch natürlich vermittelt worden, dass das reine Prinzip Hoffnung, dass das nicht ausreicht, um so viele Menschen mitzunehmen über den wirklich schwierigen Punkt hinweg. Und der wirklich schwierige Punkt ist natürlich, hätte geheißen, dass wir sagen, wir machen einfach, setzen voll auf Sieg, gehen voll auf die 12 und gucken nicht nach links und nach rechts, mit dem Wissen, es werden die Inzidenzen Ende Juni da sein, wo wir sie brauchen. Und es ist tatsächlich so, dass man jetzt, wenn man es beobachtet, davon ausgehen kann, dass wir Ende Juni eigentlich da sind, wo wir hin wollten, nur Ende Juni bringt uns natürlich nichts, wenn wir Anfang Mai keine Perspektive auf eine Genehmigung haben, die Politik sich überhaupt nicht dazu bewegt hat, im Gegenteil, also letzte Woche dann auch ganz klar eine durch die Blume Absage erteilt hat, indem sie eben gesagt haben, es werden in Mecklenburg tatsächlich nur 2, 3 Hochkultur, Klassik im Freien Events stattfinden, alles andere wird bis Ende Juni überhaupt nicht verhandelt und wird auch überhaupt nicht gehört. Und wir haben damals natürlich nicht gesehen, dass es in so einer Situation täglich schwieriger wird, die Hoffnung der Menschen darauf aufrechtzuerhalten, dass sie sagen, ey, wir packen das. Und mussten irgendwann einsehen, dass dort nicht nur 70.000 Menschen, die ein Ticket haben, sich dieses Wochenende frei halten, sondern eben auch ganz viele Menschen, die hier mitarbeiten. Und dass wir mit deren, mit deren Planung jetzt auch nicht so spielen können und zu sagen, vertraut uns, es wird schon alles werden. Und wir mussten dann tatsächlich auch einsehen, dass auch das ein Grund war, warum wir am Ende die Reißleine ziehen mussten. So. Ja, das war natürlich frustrierend und letztendlich war es uns auch wirklich emotional schon auch mitgenommen. Und was uns so ein bisschen über Wasser gehalten hat, war die Vorstellung, die wir irgendwann natürlich am Ende entwickeln mussten, wo klar war, ey, wenn wir hier keine Fusion mit 2x35.000 machen können,
Da müssen wir das jetzt in dem Moment akzeptieren. Das heißt aber nicht, dass wir dieses Jahr akzeptieren, dass es keine Festivals, keine Partys, keine Kultur und dass der Kulturkosmos wie im letzten Jahr sozusagen ein geschlossener Ort ist, der sich damit abgefunden hat, dass in diesem Sommer keinerlei kulturellen Aktivitäten und kein Treffen und kein Nichts stattfinden kann. Das haben wir gesagt, das darf auf gar keinen Fall nochmal passieren und haben dann auch natürlich angefangen zu überlegen, okay, was wäre die nächste Runde? Und ganz klar gesagt, nur wenn wir die erste Runde verlieren, heißt es nicht, dass das Rennen verloren ist oder der Kampf zu Ende. Und das heißt, dass wir jetzt überlegen müssen, was geht. Da haben wir angefangen, gesagt, wir wollen Veranstaltungen mit 10.000 Besucherinnen konzipieren, weil wir der Meinung sind, dass wir mit unserem Konzept nach wie vor, wir hätten auch die 35 hier safe gekriegt und wir hätten irgendwie die 35 getestet bekommen. Und wenn das jetzt nicht möglich ist, dann sehen wir keinen Grund, warum wir im August nicht mit 10.000 und im September mit 10.000 Menschen hier eine Veranstaltung machen können. Und wir sind auch zuversichtlich, dass wir, wenn jetzt nichts Unvorhergesehenes passiert, und das kann in diesen Zeiten ja auch immer noch passieren, dass wir dann dahin kommen, dass uns, glaube ich, auch, ja, auch eine Politik schwer aufhalten wird, weil wir dann denken, also am Ende müssen es dann vielleicht die Gerichte entscheiden. Aber wir werden uns für die August-September-Geschichten darauf einstellen, dass wir die wirklich durchsetzen, weil wir wollen, dass hier was passiert. Wir wollen, dass man sich wieder trifft. Wir wollen, dass wir wieder gemeinsam feiern, dass wir wieder den Bass hören. Und wir gehen jetzt einfach in die nächste Runde. Ja, wir wollen wieder den Bass hören. Das hast du ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das können wir hier alle unterschreiben. Und wir sind ja, das habe ich das letzte Mal gesagt, glaube ich, alle auch unter Raved. Und gleichwohl gibt es im Moment natürlich auch größere, also natürlich nochmal eine ganz andere Problemlage, nämlich eine gesundheitliche Problemlage von vielen Menschen, die an Corona erkrankt sind und auch viele, die dadurch in Lebensgefahr geraten und auch sehr viele, die gestorben sind. Das ist ja so ein bisschen der Rahmen, den wir hier auch besprechen. Und ich denke, ich verstehe auch die Rave-Kultur, die Festival-Kultur als eine solidarische Kultur. Deswegen ist es, glaube ich, immer ein Abwägungsprozess. Du verstehst, dass es mich so ein bisschen durchzuckt, wenn es heißt, die Politik war da jetzt schuld. Ich sag mal, ihr habt ja in eurem Statement sehr auch stark darauf abgehoben, dass tatsächlich auch gegen die dritte Welle zu zaghaft agiert wurde. Und das kann ich total unterschreiben, indem man immer so sich von einem Lockdown-Light in den anderen hangelt. Genau. Auch immer Wirtschaftsinteressen im großen Maßstab nachgegeben hat. Da wäre es, glaube ich, viel, viel besser gewesen, auch von vornherein relativ schnell und konsequenten Lockdown zu machen, der dann eben auch mal die Wirtschaft betrifft. Erst abzuwarten, bis die Welle total hochgeht und dann mit so einem Quatsch zu kommen wie Ausgangssperren und so. Ja. Also da sind, glaube ich, auf der Schiene viele Sachen falsch gemacht worden. Was jetzt die Genehmigungen im MV anbelangt, da bin ich nicht wirklich aussagefähig zu, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich will trotzdem sagen, dass wir, als es die Bundesnotbremse dann entschieden wurde, als Linke auch einen Antrag eingebracht haben, wo wir gesagt haben, es soll Ausnahmen geben, Modellprojekte, die die Länder machen können für Kulturbereiche, für Kulturveranstaltungen im Freien, mit einer Teststrategie und im Außenbereich. Also das hättet ihr ja auch tatsächlich vorgelegt. Ich kann mir allerdings vorstellen, dass schon die Größenordnung von 35.000 auch eine Rolle gespielt hat, aber weiß nicht genau, was dort jetzt die Landesregierung MV genau diskutiert hat, aber wir hören uns ja gleich verschiedene Perspektiven an. Vielleicht kann auch später Carsten nochmal drauf eingehen. Genau. Also insofern kann ich den letzten Satz eures Statements auch unterschreiben, dass vielleicht eine Fusion möglich gewesen wäre, wenn man schnell und sehr, sehr konsequent gehandelt hätte. Aber da waren tatsächlich andere Lobbyinteressen stärker und werden es, so fürchte ich, auch zukünftig sein. Dann schauen wir, bevor wir in der zweiten Runde, jetzt nochmal für alle ZuschauerInnen, wir machen jetzt erstmal Status quo, auch ein Stück weit Rückblick, was passiert ist. Danach geht es zum Ausblick. Aber jetzt machen wir mit Angela weiter. Angela hat ein wunderschönes Bild hinter sich gepostet. Ja, wir müssen es uns in unseren Wohnzimmern schön machen, habe ich auch schon von der Bucht. Und das wäre natürlich auch meine erste Frage. Wie sieht es aus? Seid ihr noch in der Planung?
Kann man auf die Bucht der TräumerInnen hoffen? Und wie sind eure, wie ist der Stand? Wie ist euer Hygienekonzept vielleicht? Aber vielleicht kannst du auch noch mal was sagen zum Schicksal des Brandbriefes, den du ja das letzte Mal hier auch vorgestellt hast. Und was, ob irgendwas danach passiert ist, das würde uns interessieren. Du hast das Wort. Danke. Erstmal Come on stage. Danke nochmal für die Einladung und die zweite Runde, weil ich finde es schon auch spannend, was in den Wochen dann passiert ist oder halt auch nicht passiert ist. Erstmal kann ich das, was Eule sagt, komplett alles irgendwie verstehen, unterschreiben und auch sagen, Politik lange geschlafen, wir dürfen es jetzt ausbaden. Vor allem diese Planungsunsicherheit macht mich mürbe, macht also dieses Thema Hoffnung, Verzagen, kraftlos, mutlos. Also irgendwie hat man es bei mir zumindest geschafft, dass ich gerade auch aus den letzten Löchern pfeife, zu dem ich halt auch noch Rummelsbucht und gerade die Woche Biergartenöffnung am Wochenende vor der Nase habe. Was dann natürlich, ja, ich sage es laut, wir werden versuchen, am Wochenende aufzumachen. Hurra, hurra. Ist gar nicht so uneasy, weil das ist genau dasselbe halt auch mit dem Festival hier, ne? Also diese Planungsunsicherheit und jetzt mal hier schnell auf Knopfdruck das Ding hier umzusetzen, ist nicht so einfach. Und dieses Thema Hygienekonzept, klar, ich sitze dran und deshalb Hut ab an die Fusion, Hut ab an die Nation. Es ist, ich sitze ja dran, also es ist... Ich schüttel die ganze Zeit den Kopf, während ich das Ding schreibe und denke, was machen wir da, was ist das und wo soll das hinführen? Aber irgendwie müssen wir es machen und das ist auch wichtig. Allerdings sind wir natürlich erst im August und ich möchte das jetzt gerade noch gar nicht so öffentlich posten, weil bis zum August passiert auch wahrscheinlich noch sehr, sehr viel. Dementsprechend gibt es da auch noch Möglichkeiten, dass sich das Hygienekonzept in gewisse Richtung wahrscheinlich anpassen oder verändern kann, vielleicht. Und wir natürlich, ähnlich wie es Eule auch gesagt haben, natürlich überhaupt gar keine Aussage zu dem Konzept kriegen werden, sondern die sagen, ja schön, sehen wir, sie liest sich super, aber ja, mehr sagen wir nicht und ist dann aus momentaner Sicht eh nicht möglich. Aber schön, dass sie sich die Zeit genommen haben, das zu schreiben. Deshalb lese ich gerade immer so eher ein bisschen quer und gucke, wie ich es mache, aber ich reiche jetzt noch nichts ein. Wir werden wahrscheinlich noch was in naher Zukunft einreichen, damit man auch sieht, dass wir uns damit beschäftigen und dass wir uns halt auch, also wie soll man sagen, auch einfach Ahnung haben, was wir da tun und auch sehr verantwortungsvoll mit den Sachen umgehen. Genau, wo war der Faden, den man gerne mal verliert, wenn man hier auf seinem Thema bleiben will? Auf jeden Fall wollen, glaube ich, viele heute was hören, was die Bucht der Träume im August macht. Ich werde sagen, ich werde heute nichts dazu sagen. Und zwar, wir haben noch nicht abgesagt. Wir haben uns auch eine Deadline gesetzt, sowas wie Anfang Juni, wo es dann wirklich für uns knirsch wird in der Planungssicherheit, weil gerade auch, was Eule angesprochen hat, das Thema Mitarbeiter oder Mitarbeitende und Mitarbeiterinnen, Stammbelegschaften und wichtige Leute fürs Festival muss man halt auch frühzeitig halten, weil die ihre Jobs dann entweder freinehmen oder. Und dementsprechend auch gerade in der Pandemiezeit haben viele das Studium begonnen und merken, dass so ein Job nebenher gar nicht mehr möglich ist oder haben das Studium beendet und sind jetzt im Job oder haben gemerkt, sie wollen gar nicht mehr so ihr Alternativleben leben und. Also auch im Biergarten sind mir einige Leute weggebrochen, was sehr traurig ist, weil damit auch ein Gefüge, was sich jahrelang aufgebaut hat, gerade sehr ins Knirschen und in, ja, zerbrochen ist. Und das tut auch sehr, sehr weh, das zu erkennen. Genau, dementsprechend, wir haben noch nicht abgesagt, auch hinsichtlich mancher Hilfen, muss man ehrlich gestehen, bis hin zu, wir haben eine Deadline, wo wir sagen, so lange können wir es noch ziehen, ohne dass es uns wehtut oder dass wir irgendwie völlig ins Schleudern kommen. Aber wir sitzen natürlich auch an Alternativkonzepten dran, ne? So ist es natürlich auch, allerdings nicht ganz so mutig wie die Fusion. Wir planen kleiner, Brandenburg war letztes Jahr bei 1.000 pro Veranstaltung. Aber lässt sich ja dann eventuell zum Zeitpunkt X noch aufstocken, falls, und da kam das Wort Mut der Politik, die Politik so mutig mal ist, auch mal auszusprechen, was gehen kann. Weil wir haben bisher keine Zahlen. Also gerade, ich muss mal den Brandbrief rausholen, offen ist immer noch das Thema der Handlungsrahmen, offen ist immer noch das Thema der Besucheranzahl, ob Quadratmeter oder feste Zahl oder einen gemeinsamen Konsens finden. Das alles aus dem Brandbrief sind auf jeden Fall die Punkte, die alle noch offen sind, wo es keine Sache, und das meine ich mit Planungsunsicherheit, und das macht einfach echt Wirbel und man kommt nicht zu Potte. Das ist echt, echt schwierig. Und dementsprechend kam ja dann der Brandbrief zustande, aus dem ich ja gerade auch vorlese, aber der hat leider nicht so eingeschlagen, wie wir uns das gewünscht haben. Auch
wenn wir geglaubt haben, dass alle 50 Festivals den teilen. Das war leider nicht so. Dementsprechend ist der so ein bisschen viel Arbeit reingesteckt, leider ein bisschen im Sand verlaufen. Dann kam noch eine Aktion mit 1000 Festivals, eher übergreifender, die ich auch sehr gut finde und auch gerne nochmal, ich glaube, da kommt auch nochmal was, so eine übergeordnete Geschichte. Jedoch kann ich sagen, der Rückhall aus der Politik oder Rückhall aus dem Land Brandenburg ist verhalten, aber da kann die Isabel Vendré auf jeden Fall nachher selber noch mal was dazu sagen, weil wir sind auf jeden Fall im Austausch, wir beide. Wir haben auch direkt unsere Nummer nach dem letzten Fachgespräch hier ausgetauscht. Und die Isabel, danke an dich dafür, hat so eine kleine Anfrage, nennt sich das, das musst du nachher noch mal erklären, an die Landesregierung geschrieben, richtig? Ich wusste nicht mehr, wenn ich es richtig habe. Genau, und es kam jetzt eine Antwort auch zurück, die ein bisschen ernüchternd war, aber die Isabel kann das besser erklären, weil sie da einfach im Thema ist. Das finde ich schon mal super, dass da was passiert ist, dass da jemand was geschrieben hat. Die Angst natürlich, dass vielleicht, wenn dann Dinge hier abgesagt oder versagt werden, dann in Zukunft auch nicht mehr angegangen werden, kann Isabel vielleicht nachher auch noch mal was dazu sagen, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ich finde es cool, dass du dich dem angenommen hast, Isabel, und da auch einfach den Mut hattest, die Fragen zu formulieren und einfach zu sagen, so jetzt hier Tacheles, was ist denn hier eigentlich los? Das ist jetzt so das, was ich sage, was mit dem Brandbrief passiert ist. Wir beide haben uns ausgetauscht. Isabel hat es in die Hände genommen und hat dann nochmal Fragen an die Landesregierung formuliert. Und ansonsten, was gab es noch? Ja, so ist gerade der Stand der Dinge bei Buch der Träumer. Karin, dein Mikro ist kurz. Genau. Also erstmal vielen Dank und ja, erstmal gut zu hören, dass ihr noch nicht aufgegeben habt und weiter plant. Natürlich auch schade, dass der Brandbrief jetzt nicht so gefunzt hat. Ich will trotzdem nochmal sagen, wir haben dich ja dann auch eingeladen ins Parlamentarische Clubforum, wo ja auch Abgeordnete aus allen demokratischen Fraktionen sind. Wir haben im Anschluss auch einen Brief an Kutschers und an Scholz geschrieben, also an die Kulturbeauftragte und an den Finanzminister. Da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal dazu. Also da gibt es zumindest mal vorsichtig positive Signale, was jetzt so die finanziellen Unterstützung bei Ausfallfonds und so anbelangt. Aber einen klaren Handlungsrahmen, der ist nicht da. Und das hat, glaube ich, tatsächlich was damit zu tun. Da trügt, glaube ich, euer Gefühl nicht. Das ist natürlich Festivals so, nicht so eine starke Lobby haben, auch wenn wir gerade versuchen, eine aufzubauen. Wir haben ja auch, es gibt ja auch viel Prüderie in dieser Gesellschaft und dann so hat man jetzt auch noch größere Sorgen als tanzende Menschen, also dieses Vorurteil oder dieses Argument, das hört man ja auch allenthalben wieder, also das spielt ja, glaube ich, sicherlich auch mit rein. Trotzdem natürlich schade, dass ihr das Gefühl habt, und das war ja für euch auch ein Kraftakt, das erstmal zu organisieren, euch zu organisieren, dass so viel nicht zurückgekommen ist. Aber wir kommen darauf zurück mit Isabel. Aber ich denke auch gleich, wenn wir mit Carsten nochmal sprechen über die Frage, ja, was kommt jetzt eigentlich nochmal von der Bundesregierung? Ich würde aber in der ersten Runde weitermachen, nochmal mit Tobias, auch als Rüde Hagelstein besser bekannt. Also auch hier haben natürlich ich glaube, das letzte Mal ja auch vor allen Dingen mit dir als Künstler darüber gesprochen, dass eines der großen Fehlleistungen der Politik ja auch darin besteht, dass es keine wirklich verlässliche finanzielle Unterstützung für betroffene Kulturschaffende, für betroffene KünstlerInnen gibt, dass die ganze Konstruktion lückenhaft ist und die Gelder zu spät kommen. Das wussten wir im März schon, aber vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, ob sich was getan hat in Bezug auf die Frage soziale Sicherheit? Oder müsst ihr jetzt als KünstlerInnen weiter zittern, bis die nächsten Auftritte wieder möglich sind? Ich würde mich freuen, vielleicht kannst du auch was zum Aware Festival sagen, wo du ja auch mit in der Orga steckst und was ja letztes Jahr stattfinden konnte mit Hygienekonzept und unter strenger den strengen Augen der Polizei, aber trotzdem stattfinden konnte und ja ein Stück weit auch ein Vorbild vielleicht sein kann für andere Festivals und Planungen. Ja, danke Karin. Ihr habt mich im Vorfeld auch gefragt, ob mir was besonders am Herzen liegt. Der Katalog ist so dick wie der von IKEA. Ja, also erstmal zum Künstlerischen. Also
ja, was soll ich sagen? Es gab Hilfen, es sind Hilfen geflossen. Die Hilfen waren natürlich nicht in dem Rahmen, dass man davon jetzt komfortabel ein halbes Jahr durchhält. Also ich spreche da jetzt 7.500 Euro gab es jetzt für die erste Hälfte diesen Jahres. Das ist natürlich nicht sehr viel für ein halbes Jahr. Das lässt sich dann auch kaum da jetzt von leben, wenn man nicht noch so seine Savings auf der Seite hat. Oder dann halt eben noch bis zum gewissen Prozentsatz mit anderen Jobs das ergänzt. Oder wie viele dann halt sagen, okay, ich muss mir jetzt einfach einen anderen Job suchen. Und wir haben in Berlin das tolle Beispiel der Impfzentren, wo viele DJs, wo viele Künstler, wo viele Angestellte im Nachtleben einfach einen Ort gefunden haben, wo sie Geld verdienen können und damit ja auch noch irgendwie positiv zur ganzen Sache beitragen. Die haben einen echten Knochenjob. Ich habe selber nicht im Impfzentrum gearbeitet, aber ich bin sehr gut vernetzt dahin und ich stelle auch immer mal wieder Fragen. Und wenn ich das jetzt mal so global sehe, ist es einfach ein bisschen so, wir haben jetzt zwei Arten von Künstlern. Wir haben oder KünstlerInnen, die einen sind arbeiten gegangen und die anderen haben die ganze Zeit weitergearbeitet und sind im Endeffekt im Ausland aktiv. Und ich will jetzt dieses Fass nicht aufmachen, in Mexiko, in Indien und so weiter spielen. Aber es ist natürlich, wenn man jetzt danach fragt, global, was mit den KünstlerInnen ist, in meinem Umfeld habe ich da auch genug Beispiele, ist es so, dass manche natürlich dann ins Ausland gefahren sind und Geld verdient haben. Das heißt also, das, was wir jetzt hier gerade nicht haben, findet im Ausland statt. Und ich heiße das überhaupt nicht gut, aber ich will jetzt da auch nicht so eine Verurteilung starten oder so. Aber so sieht die Realität halt aus. Wir haben also den einen oder die eine, die jetzt gerade arbeiten, etwas anderes tun, ihre KSK-Mitgliedschaft riskieren, auch einfach riskieren, aus dem System rausgerissen zu werden, weil wenn man dann mal so ein halbes, dreiviertel oder vielleicht ein ganzes Jahr woanders gearbeitet hat, ist man auch so ein bisschen raus, gerade international gesehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass für die Gelder, die im Ausland verdient worden sind, erstmal ja auch kein Geld zur Kompensation geflossen ist. Also eine sehr, sehr schwierige Situation. Und wenn man das jetzt so mal ein bisschen weiter betrachtet, hat das der ganzen Szene sicher nicht gut getan, weil der Streit um was richtig, was falsch ist, was man machen kann, was man nicht machen kann, halt auch sind einfach Grabenkrämpfe auch entstanden und Neiddebatten entstanden. Und im Endeffekt, wenn ich jetzt nach Deutschland gucke und jetzt auch gerade Künstler, die jetzt mehr in Deutschland gespielt haben, die sind natürlich gearschter als die, die jetzt so mehr oder weniger heimlich dann jetzt im Ausland den Job weitermachen, den sie vorher auch gemacht haben. Und das muss man natürlich in dieser Debatte ansprechen. Der deutsche Markt zeigt gerade, also da gibt es einfach wirklich wenig Perspektive. Ich schließe mich da Eule an, ich schließe mich da Angela an. Es ist sehr, sehr schwierig gewesen mit Perspektiven. Vielleicht jetzt zum Aware Festival. Wir haben für August geplant, 1.000 Leute. Wir haben da auch noch kein, wir wollen es auch nicht verwerfen, wir wollen es durchziehen. Natürlich ist der Termin August ein bisschen komfortabler als der Termin, den die Fusion gewählt hat, weil ich erinnere mich auch an unser letztes Gespräch, da waren wir ja, die dritte Welle wurde ja sozusagen angekündigt mit Inzidenzprognosen, die Gott sei Dank nicht eingetreten sind. Also da war das Damoklesschwert, was da so über dem allen schwebte, deutlich größer. Und ich meine, wenn ich mir jetzt die Situation angucke, die Inzidenzen gehen runter. Die Fusion ist ja auch erst, wäre ja auch erst Ende Juni gewesen. Die Politiker sagen jetzt, ja, wir können uns jetzt auf einen vielleicht relativ normalen Sommer einstellen. Ja, die Politiker, ich kann jetzt gar nicht sagen, wer es gesagt hat, aber diese Stimmen waren mehrfach zu hören. Und das klingt natürlich gut, aber man fühlt sich natürlich jetzt als Festivalbetreiber oder Künstler oder Künstlerin da nicht unbedingt mit einbezogen, weil 250 Leute Veranstaltungen finanzieren eben nur sehr, sehr bedingt das, was KünstlerInnen zum Leben benötigen. Das heißt also, eine gewisse Größenordnung muss einfach da sein. 1.000 ist für ein Festival halt auch schon relativ wenig. Aber was ich mir jetzt mal global wünschen würde, ist, dass dahingehend eine Perspektive aufgemacht wird. Was der Brandbrief ja auch so ein bisschen wollte, wie ich es verstanden habe, und auch andere Bestrebungen wollten, war einfach so eine gewisse, wir tun uns jetzt mal zusammen und wir entwickeln jetzt mal gewisse Standardkonzepte, die vielleicht von der Politik durchgewunken werden, worauf man sich dann verlassen kann, wenn man zum lokalen Gesundheitsamt geht oder wenn man mit Leuten spricht. So ist es jetzt so, jeder schreibt jetzt sein eigenes Hygieneprogramm. Auch in Folge auf das letzte Gespräch, was wir hatten, habe ich Gespräche mit anderen Festivalbetreibern geführt und das war einfach überall nur die nackte Verzweiflung, alleine schon
über die Tatsache, wie ist es jetzt richtig, wie mache ich das, kann ich das machen? Und dann alle diese Problematiken, die angesprochen worden sind, dass man ja jetzt seine Angestellten quasi schon am Arbeiten hat und dann aber nicht weiß, ob das dann in 2 Monaten stattfindet und somit halt in ein extra wirtschaftliches Risiko reingeht, was man halt nicht halten kann. Und dahingehend sind wir natürlich, segeln wir irgendwie im Dunkeln. Wir wissen nicht, ob das im August passiert. Ich bin da relativ zuversichtlich. Ich glaube aber, dass es viele Festivalveranstalter da aus der Kurve hauen wird, weil es einfach keine Planungssicherheit gibt. Das heißt, im Endeffekt werden die das schaffen, die da einen finanziellen Rückhalt haben oder stark genug sind, das durchzuziehen. Aber es verschiebt wahrscheinlich die Dimensionen innerhalb der Szene, genauso wie das bei den DJs ist, die jetzt nach wie vor irgendwie Geld verdienen und bei denen, die im Impfzentrum arbeiten gehen. Und ich denke, dass das eine globale Spaltung irgendwie ist, die unserer Kulturlandschaft, wie sie vorher war, alles andere als positive Effekte zufügt. Deswegen bin ich da so ein bisschen besorgt und ich hoffe, dass in Anbetracht sinkender Inzidenzen und ja, ich meine, wir sind ja jetzt in einer Situation, die stark an das, was letztes Jahr war, erinnert, nur dass wir mittlerweile impfen. Also wir können ja erwarten, dass wir im September sowas Ähnliches wie eine vernünftige Durchimpfung haben. Das heißt also im August sollten wir mit meinem, ich habe da wirklich ein Laienverständnis und ich bin sehr vorsichtig mit meinen Äußerungen, was so Infektionsgeschehen angeht. Aber ich habe doch den Eindruck, dass wir momentan noch in einer besseren, optimistischeren Position sind, als das, wie es letztes Jahr war, weil wir ja viel mehr wissen. Und mir fehlt dann teilweise eben auch, dass den Festivalveranstaltern, wie jetzt wir vom Aware oder so, die das alles schon gemacht haben und ausprobiert haben, davon von dem Gesundheitsamt gelobt worden sind, dass da jetzt einfach nicht Hygienekonzepte, die wir gemacht haben, die Runde machen und diskutiert werden und man sagt, wir einigen uns auf ein gewisses Niveau und dann einfach das Gespräch gesucht wird. Aber ich meine, wir haben jetzt halt auch Wahlkampf, wir haben jetzt andere Themen, die da sind und nach wie vor ist es so, dass halt die Kulturlandschaft, wie es jetzt hier so oft erwähnt worden ist, halt nicht die gleiche Lobby hat, wie es etwa jetzt die Wirtschaft hat. Weil ich sehe das, ich habe es die ganze Zeit nicht verstanden, wieso gearbeitet werden kann und Tests nicht Pflicht sind in Büros, während in anderen Bereichen tote Hose ist. Das ist mir bis heute nicht verständlich und lässt sich nur erklären mit einer gewissen Lobbyarbeit, die da ist, aber das ist für die Kulturlandschaft einfach wahnsinnig frustrierend und klingt sehr ungerecht und wird unsere Kulturlandschaft wahrscheinlich nachhaltig einen gewissen Schaden zufügen, und zwar innerhalb auch. Ja. Absolut, ich kann dir das leider auch nicht beantworten. Das ist auch eines, aus meiner Sicht eines der großen Mysterien, dass man wirklich so komplett lax umgegangen ist, also mit Arbeitsschutzvorschriften beispielsweise für die Produktion. Es war ja keine wirkliche Homeoffice-Pflicht, ja, keine wirklich verlässliche Teststrategie dort. Und gleichzeitig aber zu sagen, ihr dürft nach 22 Uhr nicht mehr vor die Tür gehen. Ich meine, das ist alles, das ist halt dann einfach so ein Ora et Labora Lockdown und führt leider dazu, dass halt einfach sich immer mehr Leute von dieser Art von Corona-Politik auch abwenden, auch die jetzt nicht zu Leugnern oder Verharmlosern gehören, aber es ist halt einfach an zu vielen Stellen nicht wirklich logisch. Ich habe einfach ein bisschen, aber ich habe so ein bisschen die Angst, dass gerade mit dieser Ankündigung, hey, wir machen jetzt die Außengastronomie auf mit 250 Leuten im Biergarten, dass das jetzt so der Zuckerwürfel ist, mit dem wir jetzt so durch den Sommer kommen wollen oder sollen. Aber also ich bin selber kein Festivalbetreiber, sondern arbeite jetzt nur als Pressesprecher da, aber ich kenne ja die Zahlen, weil ich auch selber viele Veranstaltungen gemacht habe. Mit diesem Konzept hangeln wir uns da nicht so durch, dass die Leute das überleben. Und es wird eine Insolvenzwelle noch geben. Und da muss man jetzt einfach ein bisschen weiterdenken und sagen, hey Leute, wenn die Inzidenzen da und da sind, kann man im August dann was machen und mit den und den Hygienekonzepten und komm, gib doch mal hier euer Papier, ich beschäftige mich jetzt mal damit, etc. So, das wäre mein Wunsch und meine Hoffnung. Die Machbarkeit liegt bei der Politik, da möchte ich mich gar nicht weiter zu äußern, aber es sieht momentan irgendwie merkwürdig aus. Ja, es gut wäre halt, wenn es wirklich so einen richtigen Fahrplan und verlässlichen Stufenplan gibt. Wäre schon mal nicht schlecht. Das wäre schon mal was, ja. Ist ja eigentlich auch nicht so schwer zu verstehen. Aber es heißt natürlich auch, eine wirkliche Ausfallgarantie, falls man so einen Stufenplan hat, 6 Wochen vorher sagt, okay, ihr habt die Zusage, ihr dürft es machen. Und dann doch, weiß ich sich nicht, die indische Mutante schneller kommt als erwartet und wir die nächste vierte Welle haben. Dann muss natürlich auch ein Ausfallfonds kommen,
der das dann auch entsprechend durchfinanziert. Darüber sprechen wir, wie gesagt, gleich nochmal kurz. Ja, ich meine, eines hast du ja gesagt, was, glaube ich, total zutrifft, dass diese finanziellen Rücklagen kleine Festivals eben nicht haben und dann eher größere Veranstalter, VeranstalterInnen da auch flexibler sein können, weil sie da andere Polster auch haben und das gerade bei kleinen Festivals überhaupt nicht der Fall ist und sie auch nicht so gesehen, auch noch weniger gesehen werden und noch weniger eine Lobby haben. Das ist, glaube ich, eine gute Überleitung zu Isabel. Ja, ist ja schon angekündigt worden. Du hast eine kleine Anfrage geschrieben zu dem Brandbrief der 50 Festival, brandenburgischen FestivalmacherInnen. Und ja, vielleicht können wir so einsteigen und du berichtest uns mal kurz, was ist eigentlich die Antwort darauf und was ist passiert seit unserem letzten Gespräch in der Landespolitik in Brandenburg? Ja, vielen Dank erstmal auch, dass wir die Runde nochmal neu aufgelegt haben und auch zu dem für den Kontakt mit Angela, weil das total gut war, sich da nochmal zu koordinieren, auszutauschen und weiterzugucken. Und ja, ich habe eine kleine Anfrage dann auf Grundlage des Brandbriefs geschrieben. Das ist so, dass wir ungefähr ein Dutzend Fragen stellen können an die Landesregierung und sie dann 4 bis 6 Wochen Zeit hat zu antworten. Diese Frist ist jetzt auch letztes Wochenende ausgelaufen, pünktlich also zu unserer Veranstaltung heute, um euch quasi auch ja, gleich in die Debatte hier die Erkenntnisse beziehungsweise die Dinge mit einfließen zu lassen. Und es ist ähnlich frustrierend, um ehrlich zu sein, wie wir es hier gerade schon in der Debatte rausgestellt haben. Ich will es vielleicht ganz kurz so zusammenfassen. Die Antwort der Landesregierung in Bezug auf die Frage danach, wie sieht es denn aus? Seht ihr eigentlich noch Bedarf, der über die Überbrückungshilfe Phase 3, über Neustadt Kultur hinausgeht, um auch die Festivalveranstaltenden in Brandenburg zu unterstützen, bei beispielsweise Teststrategien, bei Ausfallfinanzierung, bei Mietkosten, so wie es im Brandbrief gefordert wurde? Da ist die Antwort der Landesregierung, nö, ist doch alles gut, wir haben doch mittlerweile alles ziemlich gut abgedeckt und die Überbrückungshilfe Phase 3 hilft doch total gut. Und wir sind jetzt gerade noch dabei, die letzten Fragen zu klären, dass vom Wirtschaftsministerium dann die 10% Eigenanteil dann auch nochmal bei Neustadt Kultur mit erbracht werden können. Das ist im Wesentlichen die Antwort, die aber total unzufriedenstellend ist, weil weder wird auf die konkreten Forderungen der aus dem Brandbrief eingegangen, obwohl ich darauf auch explizit hingewiesen habe, noch wird eine tatsächliche Perspektive aufgemacht, sondern es ist weiterhin ein, ja, wir kümmern uns auf Bundesebene darum und wir haben ja auch beim Bundesfinanzminister und auch bei der Kulturministerin, bei Frau Grütters darum gebeten, dass das bestmöglich ausgestaltet wird, aber die Eigenverantwortung wird halt weggedrückt. Und viel schlimmer als das, finde ich ehrlich gesagt, die Antwort darauf, wie es denn aussieht mit der Unterstützung bei Hygienekonzepten. Angela hat es angesprochen, wir brauchen eigentlich gerade einen Handlungsrahmen, der eine planerische Sicherheit herstellt. Und im Zusammenhang auf diese Frage und unter Verweis auf den Brandbrief sagt die Landesregierung, naja, also wir haben jetzt hier auf unserer Seite ja veröffentlicht, welche Regeln man so grob einhalten muss. Ich habe gerade noch mal raufgeguckt. Das sind 11 Regeln, da steht sowas drin wie, wenn Treppengeländer da sind, müssen die übrigens desinfiziert werden und ansonsten stellt bitte einen Desinfektionsspender hin. Das ist aber kein Konzept, wie es auch nur irgendwie für Festivalveranstaltende eine Unterstützung darstellt oder aber irgendwie den Dialog, der ja auch eingefordert wird, dem Willen zu einem Dialog nachkommt. Und noch krasser ist dabei sogar, dass sie dann sogar sich auf der zurücklehnen und sagen, naja, wir haben ja auch dieses Festivalhandbuch in Brandenburg. Das hat nur die Landesregierung halt nicht erstellt, sondern das war Impuls Brandenburg als Landesverband gemeinsam mit den Festivalveranstaltenden. Und das finde ich ist ehrlich gesagt ein ziemliches Armutszeugnis, weil sie sich da komplett rausreden und so wie ihr es auch schon kritisiert habt, de facto sagen, naja, wir haben so ein bisschen was aufgeschrieben, es gibt da dieses Handbuch, aber Hygienekonzepte müsst ihr schon selber schreiben. Da müsst ihr auch übrigens selber mit den jeweiligen Gesundheitsämtern verhandeln, ohne denen wiederum aus Verwaltungsperspektive was an die Hand zu geben und eine Richtschnur quasi mitzugeben. Das heißt also, ehrlich gesagt, war die Antwort ein ziemlicher Totalausfall und vor allem
Haben Sie gerade in Bezug auf die Frage nach Modellprojekten in den nächsten Wochen und Monaten sich nur auf die jetzigen Inzidenzen berufen und gesagt, das ist ja schön und nett, dass ihr darüber sprecht, dass Bremen beispielsweise jetzt ein Modellprojekt für Kultur schaffen möchte mit Orten, die benannt werden, wo Kultur stattfinden kann und man gucken kann, dass auch bestimmte Konzepte ausprobiert werden. Für Brandenburg sehen wir das nicht, weil das ist ja Schnee von gestern, weil die Inzidenzen dem gar nicht entsprechen. Und das ist frustrierend, weil es überhaupt keinen eigenen Horizont aufmacht und vor allem, weil es dieses Zeitfenster, was ihr gerade jetzt im Sommer benannt habt, komplett beiseite wischt und sagt, ja, hat keine Relevanz. Und das ist, das führt, glaube ich, nicht nur bei euch, bei uns allen irgendwie zu Frustration, sondern auch bei all den Menschen, die sehen, dass jetzt ein bisschen was mehr möglich ist. Und gerade auch das von Angela angebrachte Beispiel in Bezug auf die Gastronomie, Außengastronomie. Ich meine, wir haben heute, was? Heute ist Montag. Die Landesregierung wird morgen im Kabinett eine Verordnung beschließen. Am Mittwoch wird der Gesundheitsausschuss sein Votum dazu geben. Dann habt ihr also de facto noch 2 Tage Zeit, um Schichtpläne zu machen, zu gucken, dass die Leute in der Schicht da sind, zu gucken, dass die Hygienekonzepte stimmen und zum dritten ja übrigens auch noch schnell irgendwie Getränke oder Dinge bestellt werden, die ansonsten verderblich sind, nachdem die letztes Jahr schon ja, zum Teil alternativ irgendwie abgesetzt werden mussten. So. Also es ist ein absolutes Chaos, das komplett weitergeht und was sich leider, was leider dieses von Lockdown zu Lockdown hangeln überhaupt nicht durchbricht. Das ist jetzt gerade nicht positiv, aber ich habe noch einen kleinen Lichtblick. Brandenburg wird jetzt demnächst in die Nachtragshaushaltsverhandlungen eingehen. Das heißt also, die Landesregierung hat angekündigt, sie wollen nochmal über 500 Millionen Euro Kredit aufnehmen, um damit zusätzliche Pandemiekosten abzufedern. Und wir sagen, das funktioniert halt nicht, ohne was für die Kultur zu tun. Das funktioniert nicht, ohne soziale Infrastruktur oder aber auch Gesundheitswesen im Blick zu haben. Und deswegen werden wir, das kann ich jetzt schon mal ankündigen, auch nochmal beantragen, dass eben genau die Finanzierungen für Teststrategien, für Modellprojekte in Form eines Programms mit aufgelegt werden. Die Frage ist halt dann nur, was die Koalitionsfraktionen daraus machen und ob sie dem nachkommen werden. Aber ich habe ja schon beim letzten Mal gesagt, bisher ist es uns immer gelungen, den Koalitionsfraktionen auch einen Entschließungsantrag, also zumindest einen Teil abzuringen. Und wir bleiben da auf jeden Fall dran und werden da weiterkämpfen, auch wenn ich gerade für die nächsten Monate immer düster sehe, um ehrlich zu sein, leider. Danke, Isabel. Und vielleicht von der Landesebene zurück zur Bundesebene. Und da bist du, Carsten, ja häufig besser informiert als ich. Das muss man so klar sagen, weil wir als Oppositionsabgeordnete meistens weiter weg sind von den Abläufen und Entscheidungen und dem, was in den Ministerien ausgeheckt wird, als ihr als Lobbyverband, wenn ich das so sagen darf, als Lobbyverband der Club- und Festivalkultur. Und genau. Also, wie sieht's aus? Du hast es uns das letzte Mal, kurze Erinnerung, die große Öffnungsmatrix gezeigt. Tja, hat es irgendjemanden weiter interessiert, außer die Anwesenden hier? Wie ist der Stand? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Mein Zettel ist voll und ich muss mich jetzt wieder konzentrieren, dass ich all das viele jetzt probiere zu ergänzen. Erstmal tolle Beiträge bislang, wie auch schon bei der letzten Runde. Erstmal riesen Respekt an euch alle. Die Liebe, die Aufmerksamkeit, die ihr in diese Dinge reinsteckt, ist unverzichtbar. Und auch wenn es blöde Zeiten sind, alles, was wir jetzt nicht durchkriegen, kriegen wir später durch. Da kann ich nur Eule bestätigen, das ist nur die erste Runde. Das Problem ist, die zweite Runde kann auch erst 2022 sein. Aber selbst dann müssen wir uns darauf vorbereiten, dass wir bessere Konzepte brauchen. Und jedes Konzept, das wir jetzt schreiben, werden wir 2022 trotzdem noch brauchen. Sobald nämlich das nächste Virus um die Ecke kommt oder die nächste Mutation. Und die Arbeit ist nicht umsonst, die wir uns jetzt alle machen. Aber ich fange mal von vorne an. Es ist uns ja gelungen, dieses Umsonst und Draußen, also das Programm für kleine Festivals durchzubekommen. Das ist ein großer Erfolg. Wir sind im BKM, auch in der zweiten Milliarde, die da genehmigt worden ist, auf Augenhöhe drin. Das heißt, eigentlich werden alle unsere Programme
2022 nochmal neu aufgelegt. Das Problem ist, dass das Geld für 2021, was viele beantragt haben, ja gar nicht ausgegeben werden kann, weil die Festivals ja alle nicht stattfinden. Da ist es uns gelungen, dass zumindest Monika Grütters im Haushaltsausschuss die Erlaubnis bekommen hat, das ist wirklich was sehr Besonderes, dass Geld aus einem Nachtragshaushalt auch nächstes Jahr verwendet werden darf. Also eigentlich hätte das in diesem Jahr ausgegeben werden müssen. Es ist aber jetzt eindeutig durch, dass also alle Programme, die in diesem Jahr nicht ausgegeben werden können, 2022 auch noch ausgegeben werden können. Und da wir dann in 9 von 10 Fällen nochmal einen Schlag aus der Gulaschkanone bekommen, kann ich alle nur auffordern, die irgendwas hinbekommen. Sei es nur das berühmte Festival mit 250 Leuten, das trotzdem zu machen. Denn das ist das Zweite, was zwar immer noch nicht veröffentlicht, was aber von allen Spatzen runtergerufen wird. Es waren 2 Dinge, die im November von Herrn Scholz angekündigt wurden. Das eine war der viel berühmte Ausfallfonds. Das zweite ist der sogenannte Wirtschaftlichkeitsfonds. Die Rahmenbedingungen sind weitestgehend durchgesickert. Es wird in der Politik von maximal 2000er Kapazitäten geredet. Und wenn diese aufgrund Pandemiebegrenzungen oder was auch immer um die Hälfte oder gar ein Drittel, 2/3 reduziert sind, gibt es eine Verdoppelung oder gar Verdreifachung des jeweils verkauften Tickets. Das heißt, wenn einer eine 2000er Kapazität hat und 1000 Karten verkaufen darf, weil welche Verordnung das auch immer hergibt, dann wird er die nächsten 1000 Karten on top bekommen. So, die gibt es einfach obendrauf. Das kommt mit einer sogenannten Billigkeitsleistung daher. Das heißt, es ist additiv zu den Geldern aus Neustadt zu verstehen. Das heißt, man darf die Projektförderung Neustadt nehmen und kriegt seine Tickets verdoppelt. Das könnte bedeuten, dass ein Festival, ich sage es jetzt mal so, was unter härtesten Bedingungen, wie wir sie ja alle gerade schon gesagt haben, sich vielleicht doch rechnet, wenn man es ein bisschen, also im kleineren Maßstab veranstaltet. Ne? Wie gesagt, Obergrenze 2000, man muss sich dann ein kleines Gelände aussuchen, kann aber dann im Zweifel mit Neustadt verhandeln, dass man das tolle Geld von Neustadt benutzt, um dann 2022 nochmal einen Antrag zu stellen. Also vielleicht ein kleiner Lichtblick im Tunnel, die beiden Programme werden wahrscheinlich kombinierbar sein. Das Problem wieder das Gleiche, wenn ein Programm dann erstmal veröffentlicht wird, dauert es wieder eine Weile, bis man es kapiert hat und es braucht auch viel Fantasie und Konzentration, um dann noch so einen Antrag zu stellen. Aber es ist ein kleiner Silberstreif am Horizont, dass man Neustadt benutzen kann für ein kleineres Festival und sich da dann Tickets verdoppeln lässt. Leider gilt das nur bis 2000 Leute. Für die Festivals über 2000 Leute haben sie außer diesen besagten Ausfallfonds nichts im Angebot. Der Ausfallfonds wird so oder so in diesem Sommer nicht kommen. So, das heißt, jeder, der zwischen den Zeilen lesen kann, versteht, dass die Politik auf Bundesebene keine Festivals will in diesem Sommer, die über 2000 Menschen sind. Wenn man das erstmal geschluckt hat, dann weiß man, das geht ins nächste Jahr rein. Unser Verbandskollege Jens Micho hat dann irgendwann auch aufgegeben. Wir waren ja sehr, sehr weit mit unseren Gesprächen schon, weil dieser Ausfallfonds schon im November letzten Jahres eigentlich in den Rahmenbedingungen fertig verhandelt war mit Olaf Scholz. Die haben sich diese Zeit aus einem guten Grund gelassen. Dieses Programm musste durch alle Bundesländer durch und in den Bundesländern hat es halt immer genügend Bremser gegeben. Ich habe in Hamburg mit Tschentscher einen Oberbremser, der gar nichts will. Und das ist auch das Dritte, dieses riesengroße Missverständnis, dass Arbeit erlaubt ist und Unterhaltung verboten ist, hängt natürlich damit zusammen, dass unsere Arbeit Menschen unterhält und sozusagen eine vermeintliche klare Linie definiert. Die unterscheiden im Übrigen gar nicht zwischen Kulturunterhaltung und sonstiger Unterhaltung. Der Kulturbegriff, der damit entehrt wird, wird rein wissenschaftlich von denen betrachtet. Also da wir Menschen zu Zusammenkünften in Bewegung bringen, wollen sie das per se einfach unterbinden, während wenn Menschen nur zu ihrer Arbeit an irgendeine Maschine gehen oder in irgendein Büro, dann sind das immer die gleichen Menschen und nicht irgendwelche, die man zu Unterhaltungszwecken irgendwo hin versammelt. Da ist irgendwann die harte Linie gezogen worden und das ist bis hin zu Sportveranstaltungen, dass also Bundesliga-Profisport ohne Zuschauer erlaubt ist, während Amateursportveranstaltungen, ich rede immer gern von meinen vielen Straßenläufen, die ich selber noch veranstalte, nach wie vor verboten sind und auch da ist kein Licht am Horizont zu sehen. Das ist leider bitter. Die Matrix, die ich euch vorgestellt hatte und die Euler ja auch in seinem Konzept benutzt hat, ist eigentlich am Anfang super eingeschlagen. Wir haben in 7 Bundesländern Verhandlungen führen können und dann ist es eingeschlafen. Und zwar immer genau dann, wenn die Gesundheitsämter kamen. Insofern gab es Ausnahmen, wo die Gesundheitsämter das aufgenommen haben. Die haben sich aber dann nie getraut, eigene Verantwortung zu übernehmen. Und dann hat die Bundesnotbremse unsere Matrix dann nicht getötet. In dem Moment, wo die Bundesnotbremse kam, war das Argument, es ist alles über 100, interessiert uns nicht mehr. Und seitdem ist diese Fantasielosigkeit
in der positiven Fortführprognose, was passiert eigentlich, wenn die Inzidenz unter 10 wäre, wie letzten Sommer, oder was würde passieren, wenn sie unter 35 wäre, da hat keiner mit uns jemals wieder drüber verhandelt. Sie wollten aber auch unser Maßnahmenpaket, wenn man testet, darf man ohne Kapazitätslimit arbeiten, das wollten die wissenschaftlich orientierten Gesundheitsämter eigentlich nie hören. Das ist also bis heute, wurde immer und immer und immer in jedem Gespräch, was wir dann später geführt haben, darauf hingewiesen, ja, Testen kommt jetzt on top. Also das heißt, wir dürfen die Regeln des vergangenen Sommers erwarten mit Testen obendrauf, obwohl eine erheblich erhöhte Impfquote da ist. Das ist mit Verlaub gesagt für uns sehr, sehr, sehr frustrierend. Und da kann ich auch leider nur sagen, das konnte ich jetzt sogar im Deutschen Kulturrat thematisieren. Das haben die begriffen. Da hat die ganze Runde unisono genickt. Ob es da jetzt nochmal einen Brief gibt aus dem Deutschen Kulturrat, dass das eigentlich für uns inakzeptabel ist, dass wir trotz sich erhöhender Impfquote und trotz der sich als Goldstandard weiterhin erwiesenen Inzidenz ein vorausschauendes Plan mit Inzidenzen irgendwie in die Verwaltung nicht hineinbekommen, sondern immer nur dieses, was hier, ne, also das, es wird niemals vorausschauendes Handeln ermöglicht, sondern immer nur im Ist-Zustand das Konzept beiseite gelegt und eine nach Inzidenzen unterscheidende Veranstaltungskonzeption wird de facto mit uns nicht verhandelt. Und wenn man keinen Mut hat, das hat Herwig Mitteregger früher schon immer gesagt, kein Mut, kein Mädchen und dann eben auch keine Modellprojekte. So, das heißt, die Modellprojekte sind auch alle vom Tisch. Mir ist kein einziges bekannt, was im Moment noch offensiv fortgeführt wird, bei den Großen schon gar nicht. Das Letzte, wo ich noch darauf warte, dass es jetzt auch abgesagt wird, ist mein letztes Mal schon erwähnter Berlin-Marathon. Die wollten auch, ähnlich wie Eule, das von ganz oben mit Berlin zusammen. Berlin ist im Moment ein bisschen offensiver als der Rest der Republik, da habe ich noch nicht ganz die Hoffnung verloren. Aber vertretbares Restrisiko und vorausschauendes Handeln kommt im Moment in der Verwaltung leider nicht vor. So, die Festivallobby fehlt, das kann ich nur stumm abnicken. Und die vorsichtigen Versuche, das auf Live-Com-Ebene über diesen Arbeitskreis Festivalkombinat hinzubekommen, sind noch sehr, sehr, sehr mühevoll. So, da ist in der Tat viel politisch noch zu tun. Wie wir das, Karin, auch mal vielleicht bei uns thematisieren können im Forum, finde ich eigentlich ganz wichtig, weil die Festivals fallen hinten hinter. Und ich muss so ein bisschen, Angela, der Brandbrief ist super durchgekommen. Den haben alle zur Kenntnis genommen. Das ist alles richtig passiert. Nur, es hat keiner eine Antwort. Wir müssen diese scheiß Antworten finden. Und das müssen wir machen, das werden wir nicht auf die Politik abschieben können. Wir haben da die richtigen Ansätze, die richtigen Fragen sind teilweise schon gestellt. Wir müssen aber zu den richtigen Fragen Handlungsleitfäden bauen. Wir müssen, so wie wir die Hygienekonzepte bauen und sie als Bestandteil eines Standardsicherheitskonzepts brauchen und nicht nur als eine Besonderheit für Corona, sondern wir müssen alle lernen, mit Sicherheitskonzepten anders umzugehen und die verschiedenen Maßnahmenpakete der Politik als was ganz Normales und unser stärkstes Argument ist tatsächlich, so hart wie es klingt, Bataclan, also als vor 5 Jahren der Terrorismusanschlag in Paris war, mussten wir alle unsere Sicherheitskonzepte auf Terrorismus umtexten, mit riesen Aufwand. Und als der Weihnachtsmarkt der Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin war, ging das Ganze noch härter zur Sache und davor war Duisburg. Immer wenn so epische Dinge bei uns passiert sind, mussten wir mit Konzepten antworten. Das müssen wir wieder tun und wir müssen den Leuten klar machen, dass wir ab heute die nächsten 100 Jahre auf jedes Virus vorbereitet sind, was dann noch um die Ecke kommt. Sonst kommen wir da nicht weiter. Das ist in Kürze auch mein kurzer Zusammenfassung. Das Beste, was ich noch sagen kann, ist, dass das Geld, was in die Kultur gesteckt wird, und es ist wirklich viel, auf Länderebene, auf Bundesebene zumindest, dass uns das sicher 2022 noch zur Verfügung steht. Und für die, die mit kleineren Flächen sozusagen trotzdem was machen, denkt bitte daran, dass der Wirtschaftlichkeitsbonus, Verdoppelung der verkauften Karte, so ist die Faustregelung, mit Glück eine Verdreifachung, also wenn man 25% der Kapazität nur nutzen kann, ist es eine Verdreifachung der Karten. Also einfach mal schön rechnen und mal überlegen, ob man im Kleinen das beginnen kann, wie man das dann mit den Abständen hält und Co., das wird sich alles erweisen. Auf Clubebene kann ich noch ergänzen, sind wir alle in den Startlöchern, weil wir alle damit rechnen, dass wir Konzerte mit 250 Besuchern machen, um dann 750 bezahlt zu bekommen. Und das lohnt sich dann. Dann kann man auch Künstler wieder in Lohn und Brot schicken, dann kann auch mal ein DJ auflegen. Das werden aber alles Sitzkonzerte sein, weil ich erwarte, dass die Leute sitzen müssen, wenn sie Konzerte gucken müssen. Also werden wir wieder Biergärten mit Konzerten machen und das alles in dem Segment bis 1000 Leute. Viel mehr, glaube ich, wird diesen Sommer leider nicht passieren.
Ja, vielen Dank, Carsten, für den Rundumschlag und wenig Licht, viel Schatten. Du weißt ja selber, ich habe am Anfang ja eingangs gesagt, dass diese Anerkennung von Clubs als Kultur, du warst ja selber mit dabei. Also da geht es jetzt erstmal nur um die Baunutzungsverordnung, was das doch für ein harter Kampf gewesen ist. Ne? Also es ist halt einfach unglaublich anstrengend, politische Interessen durchzusetzen für eine Kultur, die bisher gar nicht als Kultur anerkannt wurde. Ja, vielleicht soll ich das noch machen. Das ist sehr, sehr mühevoll und ich verstehe auch total, dass das frustrierend ist. Ja, vielleicht sollte ich das noch sagen, das hatte ich vergessen, dass die sogenannten seltenen Ereignisse von uns thematisiert worden sind. Das heißt, im Moment gibt es immer so in verschiedenen Länderregionen so 18 seltene Ereignisse, manchmal nur 12, wo dann auf einzelnen Flächen auch mal diese 70 dBA nach 22 Uhr bis Mitternacht irgendwie formell, Lärmschutz formell oder Schallschutz formell erlaubt sind. Und wir haben einfach aufgrund dieses gigantischen Staus an Veranstaltungen, weil ja so unfassbar viele Karten schon verkauft sind, die immer weitergeschoben werden, fällt es in vielen Regionen schwer, dass man die überhaupt, wenn es dann irgendwann mal wieder losgeht, diese Konzerte überhaupt stattfinden können, weil die Anzahl der seltenen Ereignisse im Baurecht limitiert ist. Auch dafür, liebe Karin, das habt ihr toll gemacht. Also durch diese Clubs sind Kultur, da ist ganz viel noch mehr mit transportiert worden, unter anderem die sogenannte Experimentierklausel in der TA Lern. Und eben auch diese Frage der seltenen Ereignisse ist damit thematisiert worden. Das sind alles knochentrockene Dinge, aber da könnt ihr euch darauf verlassen, dass wir solche Sachen weiter im Auge behalten mit unserem Arbeitskreis Stadtentwicklung. Und wir werden ja auch auf der Konferenz Stadt nach 8, wo ja diese ganze Geschichte vor 2 Jahren mal begonnen hat, die Stadt nach 8 findet im November wieder statt, da werden wir an den Themen dranbleiben. Es gibt auch mittlerweile gemeinsame Veröffentlichungen mit der Bundesstiftung Baukultur und der GDW heißen die, glaube ich, dieser genossenschaftliche Wohnungsbauverbund, die alle keine Schlafstädte mehr wollen, die alle Städtebau moderner verhandelt wissen wollen, als das in diesem konservativen Bundesemissionsschutzgesetz uns erlaubt ist. Also da ist noch ein ganz, ganz dickes Brett, was wir bauen, wenn es dann irgendwann wieder losgeht, dass wir vielleicht auch die Anzahl der seltenen Ereignisse erhöhen dürfen. Alles klar, vielen Dank. Und dann in der ersten Runde, last not least, Stefan vom Bassliner. Ich muss sagen, ich habe dich ganz schön abgefeiert, immer im Nachgang von unserer letzten Runde, wo du gesagt hast, hey, es sind eigentlich unsere Leute, die verdienen so viel Anerkennung und Respekt, weil wir haben den höchsten Preis gezahlt. Oder ich sag mal, alle Leute, die so ein Leben geführt haben, das viel in Clubs, an Bars oder auch auf Festivals stattgefunden hat, insbesondere diejenigen, die jetzt wie doch einige in dieser Runde schon auf eine gewisse Erfahrung verweisen können, sondern die jetzt einfach Anfang, Mitte 20 sind und richtig loslegen wollen, die zahlen natürlich einen ganz, ganz hohen Preis. Und das will ich einfach nochmal unterstreichen, das hast du total gut auf den Punkt gebracht. Die verdienen Respekt. Jetzt hast du das Wort, du bist ja auch... dadurch, dass Bassliner uns ja zu den Festivals sicher hin und wieder zurückfährt, aber dadurch, dass ihr selber ja auch Modellprojekte gemacht habt oder auch geplant habt für dieses Jahr, also wie ist dein Eindruck, was wird geplant, was muss umgeplant werden und kann den kommenden Sommer irgendwas gehen? Okay, da bin ich dran. Also erstmal vorweg, die Leute, die jetzt 20, 30 sind und gerade, wie du sagst, richtig Gas geben wollen, die zahlen den höchsten Preis und die werden auch noch weiter den höchsten Preis zahlen und beschweren sich nicht. Aber das wird diesen Sommer, glaube ich, kippen, wenn die Politik das jetzt nicht auf die Kette kriegt und ein bisschen was möglich macht für genau diese Leute, die sich jetzt so zurückgehalten haben, dann werden wir dieses Jahr... noch ganz anders als letztes Jahr. Letztes Jahr hatten wir schon diese Partys in der Hasenheide, hatten wir Partys im Treptower Park. Es hat eine Nacht dann mal gegeben, wo, glaube ich, die Polizei 43 Partys im Treptower Park auflösen musste in einer Nacht. So. Und das können wir jetzt gerne wieder, also beziehungsweise das können wir jetzt wieder haben. Dieses Jahr ist es dann auch noch so, dass ein zunehmender Teil dieser Leute dann geimpft sein wird. So, und da quasi noch weniger, also es werden mehr Leute quasi, die an sowas teilnehmen werden, wenn von der Politik jetzt nicht mal die Legalität wieder zulässig wird, also die legalen Feiermöglichkeiten zulässig werden, dann wird es dafür weniger Verständnis geben, es wird mehr solche Partys geben und ich wage auch sogar zu sagen, dass es zunehmend dann aggressiver, also dass die Leute sich das nicht mehr so einfach einen Strich durch die Rechnung machen werden.
kann. Das ist keine Aufforderung, das ist eine Prognose. Ich will aber vorher noch mal eine Sache sagen, und zwar was ganz anderes. Hat eigentlich auch mit dem Thema überhaupt nichts zu tun, aber Rüde Tobias hat es angesprochen und wollte sich, und da habe ich volles Verständnis für als DJ, auch gar nicht dazu äußern, weil man spricht ja nicht schlecht über Kollegen. Aber die Leute, die da aufgelegt haben, in Tansania auf Riesenpartys, in Mexiko auf Riesenpartys, in Indien auf Riesenpartys, das waren zu fast 100% auch vor der Pandemie schon Top-Verdiener. Also die hätten jetzt locker ein Jahr lang Pause machen können und mal ein paar neue Tracks an den Start bringen oder so. Und genau die sind das gewesen. Und wenn man sich die Bilder und die Veranstaltungen anguckt, dann haben die dort auch nicht gesagt, ja, wir verdienen jetzt unser Geld im Ausland, aber wir haben wenigstens selber mal eine Maske auf beim Auflegen. Also ganz klar, hier geht es ja um Sven Veth, hier geht es um Luciano, hier geht es um Ricardo Villalobos. Aber ich meine, guck mal, da hat man sowieso, was erwartet man von denen überhaupt noch? Was ich bitter finde, ist, dass es auch Dirty Döring da mit dabei ist und in Tansania abreift. Und ich als jemand, der halt, ich bin ja so quasi von der Infrastrukturseite, kein Veranstalter, deswegen brauche ich keine gute Stimmung zu verbreiten mit DJs und ich bin auch nicht, ich bin eigentlich Kunde sozusagen auf den Partys und deswegen kann ich sagen so, ich wollte schon seit 20 Jahren keine Nazis auf meinen Partys, ich wollte keine irgendwie Macker-Fuzzis, keine sonst was. So und jetzt neu in 2021, ich will auch keine DJs, die irgendwie in Tansania den Winter über aufgelegt haben, wo der Präsident sagt, es gibt kein Corona, keine Ahnung, wir und Gott und wir und währenddessen die Intensivstationen da auseinanderfliegen. Und das kann ich als jemand natürlich, ich habe volles Verständnis dafür, wenn andere das nicht sagen können, aber ich sage das und fertig. Also ich kann da nur zu sagen, ist Zeit für einen Käuferstreik auf der Raver-Seite, für einen Raver-Streik für die Plag-DJs. Das wollte ich sagen. So, und dann wollte ich mal auf die ganze Infrastrukturseite, also ich bin ja so zugeladen quasi als jemand, der jetzt nicht unbedingt Veranstaltungen macht, obwohl wir auch jetzt in der Pandemie sogar Veranstaltungen gemacht haben, aber keine Plag-Veranstaltung in Tansania, sondern alles total mit Maske, Mundschutz und so weiter. Aber ich bin ja ursprünglich mal zugeladen worden, weil ich quasi so ein bisschen für die ganzen Gewerke, wenn ich in den Theaterjargon gehen darf, die auf Veranstaltungen quasi zugegen sind und Leistungen erbringen, die aber nicht jetzt unbedingt die Künstler sind, auch nicht die Veranstalter spreche. Und da ist es natürlich so weiterhin, also wir jetzt als Buscrew, also wir machen ja Busse zu Festivals sozusagen und wir haben einen riesen Vorteil, also weil was wir machen, ist eigentlich ein total konservatives Geschäft. Jeder CDU-Abgeordnete im Bundestag kennt seinen lokalen Busunternehmer aus dem Wahlkreis. Und durch diesen Zufall, durch eine zufällige Wendung der Geschichte, sind wir jetzt als so linke Bus-Organisier-Crew auch quasi in diesen Branchenteil reingefallen, der Reiseanbieter, die aufgrund ihrer perfekten Vernetzung mit der CDU jetzt seit neuestem megamäßig gepampert wird. So, ne? Also, und das heißt, für uns ist es jetzt so, und da spreche ich jetzt ausdrücklich nicht für die anderen Gewerke, aber für uns ist es tatsächlich jetzt so, wenn Mecklenburg-Vorpommern sagt, Ende Juni keine 35.000 Leute auf Veranstaltungen, dann kriegen wir für alle unsere Buchungen die Marge erstattet. Also für uns ist das quasi so, wir kriegen nicht nur unsere Fixkosten, wir kriegen nicht nur unsere Sing, sondern wir kriegen tatsächlich jetzt bei so Absagen sogar ich muss es dreimal lesen, bis ich es kapiert habe, aber sogar kriegt man seinen entgangenen Gewinn ausgezahlt über die Überbrückungshilfe 3. Und das heißt, das ist jetzt so ein bisschen, das macht zwar keinen Spaß, arbeiten ohne wirtschaftliches Risiko, ohne alles und gepampert werden, eigentlich fürs Nichtstun, aber zumindest für uns jetzt als genau in dem Segment Anbieter, muss ich sagen, ja, also bis Juni ist erstmal alles tutti. So, ne? Und dann wird das bestimmt, dadurch, dass jeder CDU-Abgeordnete seinen Busunternehmer weiter pampern muss, wird es auch bestimmt nochmal verlängert. Für die anderen Gewerke, die sind natürlich größtenteils so in diesem Veranstaltungssegment, die Anlagenverleiher, kann ich es nicht richtig sagen. Ich denke, bei denen wird jetzt auch dadurch, dass viele so GmbHs sind und ein bisschen größer, dass die auch ganz gut wegkommen. Und alles, was kleinstmäßig ist, nämlich vor allem Stände, die sind richtig gefickt. Und wahrscheinlich, also das hat dann auch was damit zu tun, wie viel Umsatz hast du quasi
hast du eigentlich bei der Steuer angegeben, 2019, und wie viel nicht? Also sind so Fragen, die natürlich sich jetzt bitterböse rächen für manch einen, sage ich mal, wie Eule sagen würde, Karussell-Schucker. So, genau, und das ist die Situation. Was ich erwarte jetzt von diesem Sommer ist doch, also bei uns ist ganz klar, man hat diese Tendenz ja schon letztes Jahr eigentlich gesehen, dass quasi sehr hohe Vorsicht war bei frühen Veranstaltungen. Und es sind ja auch jetzt eigentlich alle gefallen. Also es ist Roskilde, war ja eine Woche vor der Fusion, als quasi Dänemark, also die Regierung gesagt hat, nee, wir machen, also die Grenze läuft irgendwie bei 2000 oder so, haben die, glaube ich, gesagt. Andere sind noch vorher gefallen. Ich glaube, GoodLife hat die Sachen abgesagt. Ich glaube, viele von den ganz großen Scorpio, also von den richtigen Commerz-Events, haben schon gar nicht geplant, sondern auf Absagen spekuliert. Jetzt ist die Fusion gefallen. Wir werden sehen, wie es mit der Nation aussieht. Also da wird, glaube ich, da ist auch noch höchstens ein Monat Zeit, bis da quasi Hop oder Top angesagt ist. Und viele, die früher, in den Vorjahren früher waren, haben sich jetzt auf spätere Termine geeinigt. Also Bucht der Träumer war ja schon immer im August. Aber ihr seht das, jetzt haben wir ja dreimal Fusion im August quasi. Also, nee, das darf man so ja gar nicht sagen, dreimal Plan C. Haben wir die Bucht, wir haben etliche Wilde Möhre-Veranstaltungen und wir haben ganz viele. Wir haben für den Zeitraum Mitte Juli oder letzte Juliwoche bis dann zweite Septemberwoche, haben wir als jetzt Busprojekt 23 Anfragen von Veranstaltungen. So. Das heißt, das wird sich richtig auf diese Zeit konzentrieren. Und alle planen im Moment, ja, 1.000, 2.000. Alle versuchen erstmal am besten 1.000 Tickets zu verkaufen. Dann kann man immer noch aufstocken und so weiter. Und alle hoffen darauf, dass es klappt. Ich meine, es wird auch klappen. Der große Prüfstein auf dem Weg dahin wird nochmal Wacken übrigens. Also Wacken ist ja auch nicht abgesagt. Da ist eine 35er-Inzidenz, die in zwei Wochen mit ein bisschen Glück eine 10er-Inzidenz ist. Und Daniel Günther hat noch vor zwei Monaten gesagt, ja, Wacken wollen wir schon feiern so. Also das ist der nächste große Prüfstein. Aber ich gehe doch davon aus, dass wir so eine Art extrem komprimierten Spätsommer kriegen werden. Und das geht jetzt auch an alle, die das quasi angucken hier, weil jetzt auch viel Trübsal geblasen wurde in der Runde, muss ich sagen. So. Und das geht jetzt auch auf jeden Fall an die Leute, die das jetzt angucken und sagen, und wo gehe ich jetzt feiern dieses Jahr? Und da sage ich doch ganz klar, ihr könnt schon feiern gehen. Es wird extrem viel Auswahl geben auf ganz vielen kleinen Veranstaltungen von 1.000 bis vielleicht hoffentlich 10.000. Mehr wird es wahrscheinlich nicht werden. Und ihr solltet euch aber schon mal vernünftige Regencapes und so besorgen, dann für die zweite Septemberwoche. Und die dritte und so weiter. So. Und so wird das meiner Meinung nach, wird so quasi die Pandemie hoffentlich dann ja zu Ende gehen. Das ist jetzt so, ne, dass wir auf dem Level weitermachen. Ja, das war erstmal mein Input hier. Ja, super, Stefan. Also danke für den wie immer erfrischenden Beitrag. Und der wichtigste Satz ist ja gesagt worden. Also ich habe hier mehrere Felsbrocken von den Herzen fallen sehen, dass irgendwas gehen wird mit Blick auf den Spätsommer und wir, glaube ich, alle flexibel sein müssen, wo wir hingehen und wo wir auch Tickets dann ergattern können. Und August, Anfang September habe ich da rausgehört, das scheint ja auch logisch, also je mehr diese Welle abgeebbt ist und toi, 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 dass nicht die nächste Welle mit anderen Mutanten kommt. Deswegen ist natürlich auch mehr Tempo beim Impfen ganz, ganz wichtig. Ich hätte mal eine Frage, weil jetzt geht es ja in den Diskussionsteil. Darf ich direkt mal an Carsten eine Frage stellen? Ja, mach. Ja, ich habe nämlich eine Sache. Oder? Angela steht auf der Redeliste, aber du wärst jetzt bei der Rückrunde, wollte ich mit dir beginnen. Also schieß los. Und zwar hast du gesagt, Bezuschussung, aber nur bis 2000. Das heißt, jetzt nur noch mal, weil ich habe es erst gedacht, und dann habe ich gesagt,
Also 2000 ist die Zahl, von der du dann 1000 bezuschusst kriegst, oder ist 2000 die bezuschusste Zahl, wo du sagen kannst, ich hätte jetzt 4 eigentlich, jetzt habe ich nur 2, weil das macht einen Riesenunterschied. Ich fürchte, dass Erstere ist es, also dass die 2000er Kapazität das Entscheidende ist, wobei man jetzt sich wieder streiten kann, was eine 2000er Kapazität ist. Also wenn man sie jetzt besonders sportlich auslegt, weil man ja dann auch nur ein Viertel reinlassen will, sozusagen, weiß ich jetzt nicht. Also ja, also ich gehe mal davon aus, dass, also das Kleingedruckte habe ich das letzte Mal im November gelesen und da war die 2000er Kapazität als der Maß dieses Zuganges und ich gehe davon aus, dass sie das dann auch genauso meinen, wie du es am Anfang sagtest. Ne? Das heißt, 1000 Karten verkaufen, 1000 on top kriegen, wenn 1000 erlaubt sind, 500 Karten verkaufen, wenn nur 500 erlaubt sind und 1500 oben drauf kriegen. So wie man sich jetzt seine Kapazität schön rechnet in diesem Falle, das ist eine andere Frage, wie man Kapazität jetzt hochrechnet, damit man möglichst viel dazu bekommt. Am Ende geht es so oder so, wir haben es ja eben bei dir auch schon gehört, denen geht es um Kompensation. So, das heißt, und da, wo sie Kompensation nicht fassen können, also wo sie die Branche als zu fremd oder sie nicht beherrschen, da geht es halt in die Hose und da, wo sie es fassen können, kommen dann solche Programme dabei heraus wie dieses. Dieser Ausfallfonds nochmal setzt ja voraus, dass man überhaupt eine Konzeption hat, wie man Ausfall definieren will. Ne? Und deshalb wird er erst später kommen und für 2022 hoffnungsvollerweise dann zur Verfügung stehen, dass man dann wirklich hingeht und sagt, man kann volle, dolle Festivals für 2022 planen, die dann wirklich so einen Schutz bekommen, den Versicherungen uns im Moment nicht mehr geben. Und das wäre dann so ein bisschen so wie deine Busregelung, dass die solche wahnsinnigen Regeln machen. Das sieht man ja daran. Und Versicherungsdenken ist ja genauso, dass tatsächlich der Rohertrag ersetzt wird. Und das ist bei dir jetzt ja offensichtlich nicht anders bei deiner Busregelung. Und aber wenn ich dann jetzt nochmal, um es nochmal einen nachzulegen, wenn ich jetzt quasi angenommen, es kommen jetzt zum Beispiel Regelungen, ich meine ja, das ist ja bundespolitisch so. Und ich weiß von ganz vielen, die quasi so landespolitisch versuchen, irgendwie was klarzumachen. Und dort ist auf jeden Fall das Ding ins Ohr gesetzt, Leute, mit dieser Tausender-Regelung von letztem Jahr, also alle rennen gerade zu ihren Abgeordneten und sagen, die Tausender-Regelung von letztem Jahr ist richtig scheiße gewesen, macht was an der Kapazität sich ausrichtet. Das heißt, ich habe eine 5000er Kapazität nach Versammlungsstättenverordnung, jetzt darf ich nur noch 2,5, also 50%ige Auslastung. Ist übrigens auch was im europäischen Ausland überall Standard ist. In Spanien hat schon längst wieder vieles, vieles offen und es wird gesagt, das Restaurant mit 50%, die mit 30 und so weiter, also Auslastung. So. Und jetzt kommt deine Regelung. Und das würde ja dann heißen, nur weil ich hier scharfsinnig hinterhergehe, dass quasi, wenn ich eine 2000er Kapazität, jetzt sage ich, ich habe aber eine 3000er Kapazität, dann falle ich raus aus der Förderung und subsequenterweise würde dann das sich überhaupt nicht lohnen. Also eine 3000er Regelung würde sich dann, selbst wenn die vom Land angeboten wird, würde die Veranstaltenden würden dann sofort sagen, nö, also ich habe höchstens eine 2000er. Und am Ende sind es dann lauter Tausender Veranstaltungen, um halt dieses Ding mitzunehmen. Ja, okay. Ich kann dir da leider keinen Mut machen. Also diese Regel war relativ schnell und früh gesetzt. Ich muss fairerweise zugeben, dass ich in dem Segment über 2000 auch extrem wenig, also wir haben in unserem Club-Segment natürlich im Durchschnitt 400 bis 500er Kapazitäten und von daher ist das nicht so der Krieg gewesen, den ich führen musste. Jens Micho hat schon bei den Festivals, bei den großen Scorpio und Co. aufgegeben und die Hallen der IVVC, da muss man fairerweise auch sagen, da sind auch viele kommunal mitfinanzierte Hallen dabei, die das dann auch nicht ganz so dramatisch sehen. Und bei den Veranstaltern wiederum, glaube ich, wenn die ein bisschen flexibel auf diese Regelung reagieren. Also bei uns in Hamburg sind jetzt so diese typischen Johannes Oerding und Co. Show, die haben schon im letzten Jahr sich mit 200-300 Karten Veranstaltungen durchgefummelt. Und wenn der am Stadtpark mit 500 Leuten spielt, dann kriegt er jetzt den Wirtschaftlichkeitsbonus. Und das finde ich dann auch angemessen. Irgendwo muss die miese Grenze sein. Im Konzertsegment nochmal, glaube ich, werden wir irgendwie durchkommen. Im Festivalsegment und auch im DJ-Segment sieht das ganz schön bitter aus. Und das muss man einfach an der Stelle hier auch, also ich jetzt auch als Lobbyist ganz ehrlich sagen, dass wir da riesen Nachholbedarf haben. Es gab irgendwann vor einem Jahr, hatte ich mal so eine neue DJ-Vereinigung, mit der ich geredet habe. Das ist schlecht bis gar nicht organisiert. Und bei den Festivals haben wir jetzt zumindest mit dem Festivalkombinat im Kleinen was, womit man loslegen könnte. Das hilft aber auch nicht weiter.
wenn du dich dann mühevoll mit Wacken oder Holger Hübner abstimmen musst und die machen am Ende alle, was sie wollen. Scorpio macht was anderes als Holger, macht wieder was anderes als Lieberberg, die reden auch nicht oder gar nicht miteinander. Und dann ist Eule schon die große Ausnahme, wo ich dann zumindest mal einen Vogel zwischen die Finger kriege, der mir auch ein bisschen Insider-Kram verrät und eben auch das Intrinsische hoch genug hängt. Ne? Das ist bei Holger Hübner dann zwar auch so, aber mit dem kannst du halt keine verlässlichen Absprachen bezogen auf politische Arbeit treffen. Das ist schwerer. Ja, Carsten, du als Lobbyist oder wir als LobbyistInnen der Clubkultur und Festivalkultur, wir müssen einfach das Argument mit den Busunternehmen uns mal merken, oder? Bei der nächsten Runde werden wir das immer mal wieder anführen. Also auf jeden Fall in Bezug auch auf die Ministerien, auf die Regierungsbank, können wir uns das mal merken. Vielleicht kann Stefan uns dir das ja mal zumailen, das Programm. Das würde mich auch spannend interessieren. Das klingt auf jeden Fall. Das interessiert mich und Stefan wirklich auch nochmal für deine. Es würde mich, weil du gesagt hast, im europäischen Ausland gibt es diese Orientierung auch an Kapazitätsgrenzen statt an starren Obergrenzen. Das schick uns das auch nochmal zu. Das können wir für unsere Argumentation brauchen. Und das war ja auch Bahnbriefes der 50 Festivals. Und jetzt, das ist eine gute Überleitung, Angela hat sich schon eine ganze Weile gemeldet, jetzt ist sie dran und wollte ja auch genau zu dem Thema nochmal sprechen. Bitte schön. Genau, also erstmal ist schon wieder so viel geredet worden, dass man sich manchmal, denkt man gar nicht von außen sammeln muss, um zu wissen, was ich eigentlich sagen wollte. Erstmal danke Stefan mal wieder für den tollen Beitrag. Ich hatte meine Freude zuzuhören. Erstmal wollte ich zu Carsten noch mal was sagen. Und zwar, weil du vorher meintest, Angela, der Brandbrief, ne, wurde zur Kenntnis genommen. Zur Kenntnis genommen heißt noch lange nicht, dass ich davon was mitbekomme. Aber ich finde es total toll, das zu hören. Zur Kenntnis genommen, und es hat was bewirkt, weil das macht mich froh, weil unsere Gruppe im Aktionsbündnis, ja, also wir wissen gerade auch nicht, ob wir uns jetzt noch so regelmäßig treffen sollen, wie wir weitermachen. Deshalb hat es mich sehr gefreut, das zu hören. Und an der Stelle auch nochmal gesagt, ich wurde noch eingeladen zum Parlamentarischen Forum Clubkultur. Ich weiß gar nicht, ob Menschen da draußen wissen, dass es das gibt. Ich war auch etwas wie ähnlich in dieser Runde, ist man auch nervös, aufgeregt im Parlamentarischen Forum Clubkultur. Konnten wir überhaupt nicht. Entspannte, lockere Runde habe ich echt selten erlebt. Vielen Dank für die Einladung. Und dass ich da auch den Brandbrief nochmal vorstellen durfte. Und vielleicht sagt ihr selber nochmal was dazu, dass ihr Ende März ja an die Frau Grütters und den Herrn Scholz so ein nettes Briefchen rausgeschickt hat, was uns auch sehr zugute kam im Sinne von Neustart Kultur nochmal angesprochen, dass der verlängert, dass es verlängert werden muss und auch nochmal Wirtschaftlichkeitsbonus und Ausfallfonds nochmal drauf gepocht, dass da was passieren muss. Deshalb, ja, also es stimmt nicht ganz, dass da nichts passiert ist, aber ich glaube, was ich damit ausdrücken wollte, diese Welle, die wir uns so gewünscht hätten, das war vielleicht jetzt nicht so der Effekt, dass dann so kleine, das stimmt nicht, klein ist auch falsch, dass dann partiell Dinge passiert sind, so wie die Einladung zu euch oder das jetzt auch, möchte ich auch noch an dem Punkt erwähnen, wir vernetzen uns auch mit Livecom, Festivalkombinat, Impuls, Niedersachsen, Brandenburg. Wir haben schon einen regen Austausch dadurch bekommen und das ist manchmal, weil man so viel mit Fragen konfrontiert ist und mit so einem, in so einem Vakuum die ganze Zeit hängt und auch nicht weiß, wie, vorwärts, rückwärts, wie macht man es jetzt? Alternativveranstaltungen, 1.000, 2.000, 10.000, wo sind wir denn jetzt? Was ist sicher, was ist nicht sicher? Die Leute denken immer, das ähnlich wie beim Biergarten hier, wir müssen nur so einen Knopf drücken und dann läuft das. Und das ist das, was mich immer so ein bisschen ärgert, wenn die Leute immer denken, Mensch, jetzt Kinder, jetzt dürfen die schon, warum machen die nicht? Ja, das ist halt einfach echt logistisch, strukturell, personell nicht einfach in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat umzusetzen, nur weil wir es jetzt dürfen oder weil wir es jetzt können. Ähnlich, weil du meintest, Carsten, über diese, du hast es leider vorher so nett gesagt, man höre es so raus, die Politik will kein Festival, das über 2000 Leuten ist. Wenn man das so raushören will. Das tut schon ein bisschen weh, wenn ich das jetzt gerade so höre. Andererseits sagst du, du bist nicht so über den 2000-Festival-Thema mehr drin. Deshalb ist die Frage, ja, bist du dir sicher, dass das da so rauszuhören ist? Okay, schüttelst den Kopf. Weil natürlich ist so die Frage, wo geht die nächste Planung hin? Das ist ja ähnlich auch Richtung Fusion und Eule. Wo geht die nächste Planung hin? Bin ich wieder Risiko, mache die 10.000 mit eventuell findet nicht statt und wieder Rückabwicklung oder fängt man an mit 1.000, um dann aufzustocken. Aber auch hier gilt, hier gibt es eine Deadline mit dem Aufstocken. Ich kann nicht im August, am 1. August, nur weil wir dürfen,
auf einmal auf 3000 Leute hochschnalzen, wo ich vorher auf 1000, 1500 oder so geplant habe. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Es ist nicht so easy und immer so dieses, ich drücke jetzt blau, jetzt grün und jetzt geht's ganz easy. Deshalb, also auch hier haben wir dann mit Alternativkonzepten auch gewisse Deadlines. Aber ja, Stefan, das stimmt, es ballt sich auf den August, September, vielleicht auch den Oktober, die Regencaves und so, auf jeden Fall, vor allem, wenn es bei uns um Helenesee geht, also ne, wird kühl, nehmt eure Sachen mit, aber insofern, es ist schon klar, dass sich da sehr ballen wird und dass da hoffentlich auch was gehen wird, weil das, muss noch abschließend zu sagen, was mich am, oder uns auch ärgert, ist, wir haben letztes Jahr mit echt super Hygienekonzepten sowohl hier in der Rummelsbucht mit Open-Air-Veranstaltungen als auch das Ferienlager am Helenesee tolle Sachen gerissen, die safe waren, die sicher waren, die funktioniert haben, wo es keine Ausfälle oder keine Fälle gab. Warum dürfen wir jetzt mit Tests, noch mehr Tests, mit Impfen nicht einfach mal dasselbe machen, nur noch erweitert um gewisse Punkte? Das verstehe ich, das geht mir nicht in den Kopf. So, Punkt. Das kann ich total verstehen, aber die Entscheidung ist ja noch nicht endgültig gefallen, ne? So habe ich es ja verstanden. Also insofern bleibt da doch die Hoffnung und ich habe sie in jedem Fall. Und ich glaube, ehrlich gesagt, Wind und Wetter werden jetzt keinen Waiver mehr abhalten, sondern ich glaube, dass halt die Gefahr in der vierten Welle besteht und der indischen Mutante. Ansonsten, ich kann sagen, ich habe mir für den letzten Winter irgendwie bei eBay Kleinanzeigen so einen Ski-Overall gekauft, um im Winter draußen zu feiern. Aber gut, dazu kam es dann mit wenigen Ausnahmen ja auch nicht. Und das war natürlich Missmanagement politisches, aber natürlich auch die wieder ansteigenden Inzidenzen und möglicherweise resistente Mutanten. Das ist, glaube ich, das ganz große Problem. Okay, aber du hast ja schon einen kleinen Einblick gegeben, wie es bei euch aussieht. Der Begriff Alternativen ist gefallen. Eule, dann würde ich vielleicht zu dir kommen. Du hast es ja auch angedeutet. Es gibt jetzt Alternativpläne, es gibt einen Plan C. Und da habe ich die große Zahl 10.000 gehört. Das ist ja, euer also, Wunsch, oder? Wir gehen natürlich auch davon aus, dass wir, wenn wir dann feiern können, dass wir dann auch uns nicht vom Regen abhalten lassen. Nach diesen trostlosen, feierfreien Zeit. Und ich glaube, es war doch irgendwie insgesamt eher alles negativ konnotiert, was jetzt heute so gefallen ist. Ich muss sagen, ich bin nicht ganz so pessimistisch, weil ich auch erlebt habe, dass natürlich so eine Dynamik, die entsteht, wenn die Inzidenzen fallen und dann doch irgendwie überall die Forderung immer lauter wird, dass dieses oder jenes möglich ist. Und wenn man jetzt sieht, wie in anderen Ländern, die eben 1-2 Monate voraus sind, da durchaus auch Sachen möglich sind, die heute hier in der Politik wahrscheinlich sich keiner vorstellen mag und die auch einfach negiert werden, dann bin ich trotzdem noch der Meinung, dass wir durchaus im August in eine Situation kommen können. Allerdings ist es nach wie vor, wie es bei uns eben auch der Fall war, dass dieser Vorlauf, den man braucht, den Angela auch gerade gesagt hat, diese Planungssicherheit, dass das natürlich der springende Punkt ist. Und wir sind jetzt an der Situation, dass wir sagen, im Juni wird hier in Mecklenburg der Tourismus, der wird laufen so. Ne? Das, was wir gesagt haben, was wir nicht wollen, dass wir sagen, der Tourismus läuft und Festival fällt aus. Genau das wird passieren. Wir haben eine Situation jetzt, wo über die Bürgertests die Öffnungsszenarien gemacht werden für den Tourismus. Und das ist ja auch schön. Und da muss man aber auch sehen, dass zum Beispiel, dass die Politik bereit ist, zum Beispiel über so kostenlose Bürgertests den Menschen zu sagen, okay, wenn du da hinfahren willst, dann musst du, wenn du ankommst, musst du einen Test machen und in der Woche, wo du da bist, musst du nochmal 2 Tests machen. Wenn man sieht, dass das nachher über verifizierte Tests laufen soll und nicht zu Hause in der Nase popeln, dann ist das ein Kostenfaktor, wo die Landesregierung sich gerade damit beschäftigen muss, dass sie jede Person, die sich hier einlädt zum Urlaub machen, dass sie den schon mal für die erste Woche 45 Euro bezuschusst, so, ne? Nur dass diese Person hier überhaupt diese 3 Tests machen kann. Und wenn man dann sieht, dass man erwartet und hofft, dass hier Hunderttausende herkommen, dann sieht man, da muss noch sehr viel Geld da sein, um das zu bezahlen. Ich habe das letzte Mal gesagt, dass eigentlich eine Forderung sein muss, dass die Kultur sagt, für gute Testkonzepte muss es Geld geben, muss die Politik bereit sein, das zu übernehmen und dafür Geld locker zu machen. Da habe ich noch so gedacht damals, naja, man könnte sagen, okay, auf jeden Fall 20 Euro pro Gast, dann könnte man überlegen, ob man einen PCR-Test von Veranstalterseite und von Subventionsseite vielleicht eine Mix-Kalkulation hinkriegen würde. Wenn ich das jetzt sehe mit den
mit den Subventionsmöglichkeiten, die man hat und die man geben wird, dafür, dass der Tourismus läuft, dann kann man auch sagen, es gibt heute eine Struktur, wo man PCR-Tests bundesweit überall machen kann. Und nicht nur wir jetzt, also wir haben jetzt ein Labor hier seit gestern, das haben wir hier gekauft, weil wir natürlich die Entscheidung treffen mussten, bevor wir abgesagt haben, und zwar 4 Wochen vorher schon. Und wir sind da jetzt auf dem Ding, dass wir sagen, wir testen die Menschen hier, wir testen die Menschen, die hier zum Urlaub machen kommen, aber wir betreiben das Labor jetzt natürlich auch in der Perspektive, dass wir sagen, wir wollen im August hier auch 10.000 Leute testen können. Und das Labor ist natürlich, obwohl es eigentlich mobil ist, ist es natürlich hier stationär. Und wenn wir hier jeden Tag Menschen testen, können wir das auch nicht einfach mal kurz irgendwo hinfahren oder so. Ne? Aber man kann sich jetzt überlegen, inwiefern man diese Struktur nutzen kann, indem man die Proben hierher bringt und wir sie hier durchlaufen lassen. Das ist eine logistische Frage. Es gibt aber auch natürlich, wenn es bezahlbar ist oder wenn es dafür Subventionen gibt, auch die Möglichkeit, sich irgendwo testen zu lassen und zu sagen, an dem Tag, wo ich auf ein Festival fahre, besorge ich mir einen PCR-Test. Und wenn die Politik das wirklich wollte, dann müsste sie ehrlich sagen, okay, das subventionieren wir. Und das subventionieren wir eben nicht nur in der Hochkultur, wo das schon immer der Fall war, sondern wenn wir dieses Jahr nicht wollen, dass alles flach fällt und wenn wir den Tourismus subventionieren, dann müssen wir auch die Kultur subventionieren. Das muss eine politische Forderung sein, die, denke ich, jetzt auch wirklich laut artikuliert werden muss, weil das Geld ist scheinbar da und es fehlt einfach der Wille. Und das ist so etwas, was ich denke, was wir nicht da sitzen lassen können, sagen, ist halt so, kommen wir halt mal wieder zu kurz. Absolut, da sind wir ein Stück weit beim Punkt vom Anfang, dass wir jetzt ja formal erstmal beschlossen haben, dass Clubs Kultur sind. Analog geht es darum, Festivals als Kultur anzuerkennen und auch diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und, keine Ahnung, weniger minderwertiger Subkultur aufzugeben. Ich meine, es ist ja letztendlich auch eine Klassenfrage, will ich an der Stelle auch ein Stück weit mal betonen. Und es ist im Moment sehr viel Geld da, aber es wird halt für die falschen Stellen ausgegeben. Also ich meine, die Lufthansa schnell mal mit 9 Milliarden zu subventionieren, das war sofort drin. Und wo man sich eigentlich jetzt ja in der Pandemie auch überlegen muss, mal so ein bisschen in sich kehren muss, ob das jetzt eigentlich noch die Reisemöglichkeit der Zukunft ist. Weil wir nicht nur die Corona-Krise, sondern auch die Klimakrise haben. Jetzt sehe ich ganz viele Hände. Angela und Stefan, wollen was sagen? Oder ist das, winkt ihr, weil ihr euch verabschieden wollt? Angela und dann Stefan. Und dann dürfen wir Tobias auch nicht vergessen, weil der ist auch noch nicht frei gewesen in der zweiten Runde. Was ist los? Jetzt, Angela, Stefan, mach du. Ich habe mal wieder was vergessen, was ich nachschieben muss. Deshalb ja, ist doch okay. Ich will auf jeden Fall, außer ich glaube, ohne Druck, glaube ich, es wird wirklich nichts passieren. Und mit Druck, also ich weiß jetzt nicht, ob der Druck aus dem parlamentarischen Forum Clubkultur so reicht, sondern ich glaube, wenn ihr euch anguckt, was die Hotels machen, die machen wirklich auf allen Ebenen ununterbrochen Stress. Ich wette so, die rufen jeden Tag überall an und machen Stress so. Und wir als Festival-Szene, keine Ahnung, wir haben auch jetzt jeder im Einzelnen nicht richtig Bock drauf. Also zumindest kenne ich keinen, der Bock drauf hat, die ganze Zeit. Eule war nicht begeistert, dass er ins Wirtschaftsministerium fahren muss. Also, das heißt, wir haben diesen Anschluss nicht, wir haben auch keine so eine Lobby, wo man sagt, jetzt zahlen jetzt jeder von jedem Ticket 1 Euro in irgendeine Kasse ein und dann haben wir so ein Forum. Und dann, das heißt, es ist vor allem Leute wie Carsten sind, die sich da den Arsch aufreißen, aber natürlich auch nicht die krasse Schlagkraft haben mit, wenn du mir hier jetzt nicht mein Ding genehmigst, aber dann werde ich hier aber keine Wahlempfehlung. So, und ich glaube, dass wir, was wir halt haben, ist Druck von der Straße, wenn wir wollen. Also, wenn wir wollen, dann können wir schon generieren. Und das ist natürlich jetzt ist noch Mai, jetzt gehen die Zahlen erst langsam runter. Aber es wird bald einen Moment geben, das glaube ich. Und auf den sollten wir uns auch ein bisschen vorbereiten, vielleicht jetzt auch nicht öffentlich, sondern eher so im Verborgenen. Aber es wird einen Moment geben, da wird es eine himmelschreiende Ungerechtigkeit geben, nämlich in dem Moment, wo die Sommerferien losgehen, dann werden die Flugzeuge voll sein nach Malle, nach
nach Cinque Terre, die Busse werden nach Gardasee fahren, an den Campingplätzen in der Mecklenburger Seenplatte gegenüber vom Fusion Festival, die werden aus allen Nähten krachen. Da wird nichts mehr sein mit Beschränkungen von 50%, 40%. Da wird jeden Abend der Dorfbums übers Feld scharren. Ich glaube, der Mecklenburg-Vorpommern-Tag ist noch nicht abgesagt. Der ist eine Woche nachdem eigentlich Fusion, also das kann heute nicht, aber ich habe heute Mittag als Vorbereitung mal geguckt, ob der Mecklenburg-Vorpommern-Tag endlich abgesagt ist. Der ist 2 Wochen nach Fusion. Der ist mit Hitradio XY-Bühne. So und so viel, 20.000 Leute sollen da Bratwurst fressen in der Innenstadt von Schwerin, Stralsund, genau. Und es wird so eine Regelung geben, dass genau das dann gerade wieder geht. Also witzigerweise wird es 2 Tage vorher möglich sein, den MV-Tag vielleicht zu machen. Und jedenfalls, es wird, um das große Ganze zu beschreiben, es wird so eine zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit geben, dass nämlich Großveranstaltungen, das, was den jüngeren Generationen viel, viel Freude bereitet, das geht aber auf gar keinen Fall. Und alles andere, was so wirklich die breiten Wählerschichten, die Boomer, geil finden, wird ohne jedes Problem machbar sein. So. Mit noch kostenlosen Tests hinterhergeschmissen und Schnelltest reicht für 3-4 Tage statt für 12 Stunden. So wird das aussehen. So, und dann werden wir dieses, was ich vorhin beschrieben habe, dieses Phänomen Hasenheide haben. Und das müssen wir eigentlich da rausziehen und da sagen, kommt mal jetzt, und dann müsste man vielleicht im Juni, wenn das ansteht, mal wirklich fett auf die Straße gehen, als quasi alle Veranstaltenden, alle Kulturgruppen und mal eine große, große Demo in Berlin organisieren, natürlich dann wieder mit Maske, nicht wie auf dem Campingplatz, und wenn es geht mit Abstand, und dann wird auch die Polizei wieder sagen, die Hygieneregeln wurden nicht immer eingehalten. Aber ich glaube, das ist wirklich dann so, dass die Leute, wenn sie eigentlich nichts sagen, wenn sie sagen, ich finde mich jetzt damit ab, dass es so ist, ich bin halt der Depp, weil ich irgendwie andere Interessen habe, dann wird das den Sommer gerade so durchlaufen, dass wir quasi gemaßregelt werden. Und nur wenn wir wirklich eine gemeinsame Stimme finden und wirklich auch Druck machen, ich glaube, dass nur dann so eine Perspektive da sein wird. Glaube ich. Vielen Dank. Ich muss wirklich mal ganz kurz sagen, weil wir setzen es alle voraus, auch weil ich es das letzte Mal erklärt habe, aber dieses Parlamentarische Forum Clubkultur ist ein Zusammenschluss von Abgeordneten aus allen demokratischen Fraktionen mit 5 Gründungsmitgliedern. Ich bin eine davon und wir treffen uns dort regelmäßig mit den VertreterInnen der Livecom. Ja. Und deswegen sehen Carsten und ich uns echt ziemlich oft in diesem Jahr in Formaten wie diesen, nur dass die dann nicht live noch auf Facebook gestreamt werden. Ich wollte dich auch gar nicht also schlecht machen. Ich bin nee, du hast völlig recht. Hey, ich bin da total dabei. Du hast recht. Ja. Du hast völlig recht. Wir haben da wirklich mit vielen hochbezahlten Leuten monatelang diskutiert, wer mit wem sprechen kann und wer vielleicht an irgendeinen Minister rankommt und so weiter. Und am Ende des Tages waren es dann wirklich die Tatsache, dass viele Leute auf der Straße waren, vor dem Brandenburger Tor beispielsweise und demonstriert haben, was uns geholfen hat. Das also absolute Zustimmung dazu. Wird ja weniger von Abgeordneten als von Regierungen regiert, also von BeamtInnen, von MinisterInnen. Und wir haben da häufig überhaupt nichts zu melden. Und noch dazu ist bald, also so der Bundestag tagt noch 3-mal und dann ist Wahlkampf. Das heißt, du hast völlig recht damit, dass man außerparlamentarisch Druck machen muss, was aber nicht heißt, dass wir es auch in den Parlamenten tun, Isabel, du und ich zum Beispiel. Und du hast dich auch gemeldet und hättest jetzt ohnehin das Wort, auch mit Ausblick auf die Zukunft. Ich wollte eigentlich nur bei Stefan jetzt gerade kurz ansetzen, weil ich glaube, dass diese Ungerechtigkeit, die du gerade beschrieben hast, auch noch weitergehen wird. Also ich weiß, es ist jetzt irgendwie nicht das Thema heute hier, aber ich meine, wir befinden uns auch in einer Situation, wo beispielsweise
so Dinge wie Jugendcamps oder Ferienlager und so Sachen halt auch nicht stattfinden. Und das ist natürlich auch gerade für die Kids und auch für die Jugendlichen auch eine Kontaktmöglichkeit oder einen Sozialkontakt, einen Ausprobieren, einen Austauschen, der auch fehlt und der ja auch übrigens häufig an der Grenze auch mit natürlich kulturellen Acts und so weiter und so fort stattfindet. Und ich glaube auch gerade die brauchen unsere Unterstützung und eine Lobby und die müssen auch mitgehört werden, weil die auch seit Monaten echt massiv hinten runterfallen und eher gerade in Nachhilfeprogramme gesteckt werden, als dass sie irgendwie sich selbst ausprobieren können und sei das auch im kulturellen oder im Festival-Kontext oder sonstiges. Das war mir nochmal wichtig mit zu betonen. Ansonsten, was den Ausblick anbelangt, kann ich da auch nur Stefan beipflichten, dass gerade die der Druck außerparlamentarisch und die Debatte, die Karin und ich ja nicht nur im Parlament quasi führen können, sondern die wir auch brauchen, um die Unterstützung zu bekommen und dass die total wichtig ist. Und ich kann euch da nur aufrufen, euch nicht entmutigen zu lassen. Ich weiß, dass nach monatelangen Debatten, Kämpfen und Einzelverhandlungen und Endlosgesprächen und auch dem x-ten Konzept, was ihr schreiben müsst, wahrscheinlich selber auch ziemlich auf dem Zahnfleisch läuft, aber das ist unglaublich wertvoll und total wichtig. Und auch wenn es jetzt sehr negativ war in der Runde, ich meine, Carsten hat ja auch aufgezählt, was alles zum Teil erreicht wurde und ich bin der festen Überzeugung, dass wir da vor allem weiterkämpfen und uns nicht unterkriegen lassen dürfen. Das wollte ich hier nochmal sagen und wir sind da auf jeden Fall an eurer Seite und unterstützen euch auf jeden Fall darin. Und für mich ist tatsächlich die größte Herausforderung, die ich jetzt gerade sehe, neben den Nachbessern im finanziellen Bereich, eben vor allem die Frage, was ist mit den verlässlichen Konzepten, was ist mit dem Handlungsrahmen, den wir brauchen, was habt ihr eigentlich mit den Debatten gemacht, die angestoßen wurden, was ist mit der Matrix passiert, mit dem Restart, Manifest und so weiter und so fort, weil das dürfen wir ihnen nicht durchgehen lassen, dass es in der Schublade verschwindet, sondern das muss Handlungsgrundlage werden. Vielen Dank, Tobias Rüde. Du hast auch nochmal die Chance, vielleicht dann nochmal ganz konkret zu sagen, was jetzt eigentlich würdest du dir wünschen, auch an politischer Unterstützung, für die nächsten Tage, aber vielleicht auch fürs kommende Jahr, denn wir sehen ja, dass wir ein bisschen langfristiger auch planen müssen, nicht nur die Festivals und die Veranstaltungen, sondern natürlich auch die finanzielle Unterstützung, die müssen ja irgendwie auch, sage ich mal, belastbar die Perspektive aufzeigen, oder? Ja, also ich, das, was Eule gesagt hat, das ist mit den PCR-Test-Subventionierung, das ist auch so ein Thema, was ich irgendwie seit ein paar Monaten mit mir so rumtrage, beziehungsweise wo ich Leute auch immer motiviere, da ich so mit Testcentern und so weiter Kontakt hatte und auch mit der Nation darüber gesprochen habe. Und ich habe immer wieder versucht, auch zu vermitteln zwischen jetzt, ich brauche sowas und wie funktioniert sowas. Und das Aware Festival hat ja so ein PCR-Konzept und da habe auch mich gerne immer angeboten, so Verständlichkeitsfragen da zu klären. Und ich frage mich halt seit Monaten, warum man sowas nicht in so einer wie Eule sagt, so eine Mischsubvention macht, wo man einfach sagt, hey, lasst uns doch den Festivals helfen, sich selbst zu helfen. A ist PCR natürlich ein vernünftiges medizinisches Konstrukt, um ebenso Mutanten, wie du gerade angesprochen hast, auch die indische Mutante, weiterhin zu monitoren. Das wird uns weiter begleiten. Ich denke, diese gewisse Testkapazitäten wird es immer weiter geben. Es war ganz klar, woran es gemangelt hat, warum es nicht so viel PCR gab, weil es nicht so viele Labore gab. Da gab es dann Leute wie Eule, die haben sich da jetzt halt selbst geholfen und gehen damit Laboren Hand in Hand und sagen, hier, ich stelle jetzt das Labor hin, das kann die Umgebung jetzt auch nutzen, das ist ja gut für alle. Warum hätte die Politik jetzt nicht einfach das frühzeitig gesehen und gesagt, hey Leute, cool, dass ihr Labore baut, wir brauchen da ein bisschen Kapazitäten. Warum sage ich nicht, dass diese, genau wie Olle gesagt hat, diese extra 20 Euro, die man dann braucht, um so einen PCR-Test an so ein Ticket zu binden, für die Gäste dann sozusagen einen Rahmen einhält, in dem so ein Ticket noch finanzierbar ist. Ich weiß, wie schwer sich zum Beispiel wie schwer sich die Nation da getragen hat, die Ticketpreise anzuheben, weil sie einen PCR-Test für die Gäste an den Start bringen wollten, weil sie eben jetzt nicht Leute ausschließen wollten über den Preis, weil natürlich die Leute natürlich auch da stöhnen. Ich war da immer so ein bisschen fast schon laissez-faire und habe gesagt, ja, dann gehst du halt zu einem statt drei Festivals und bezahlst einen PCR-Test im Sommer. Besser als gar kein Festival. Natürlich
ist dieser solidarische Gedanke da aber total wichtig und ich finde, man sollte da mal versuchen, Leute zu inkludieren. Das ist die eine Sache und ein ganz praktische, und da wiederhole ich mich, weil das habe ich vor ein paar Monaten schon gesagt, ganz praktische Hoffnung, dass die Politik da reagiert. Streams in allen Ehren, aber warum jetzt im Juni oder Mai noch Streams dann bezahlt werden vom Staat, anstatt eben in Geld in PCR-Konzepte zu machen, ist nicht Blödheit, glaube ich, geschuldet oder Missgunst oder sonst irgendwas, aber es ist einfach, da sieht man, wie langsam die Politik dann agiert. Da wird halt dann irgendwas vor Monaten beschlossen und das Geld fließt jetzt erst spät, aber eigentlich repräsentiert es nicht mehr so einen wirklich praktischen Nutzen, weil wir brauchen jetzt keine Streams, wir brauchen Festivals und Möglichkeiten, Teststrategien an den Start zu bringen. Und das muss man ganz konkret subventionieren. Ich glaube, das ist eine sehr vernünftige Sache. Ich verstehe natürlich auch, dass da vorsichtig mit umgegangen wird. Und ich habe auch mit Ohren geschlackert, ganz ehrlich, als ich das mit der Fusion gehört habe, weil es halt unendlich viele Leute sind und weil es ein großer, aus meiner Sicht, ein sehr großer infrastruktureller Aufwand ist, den man da betreibt. Aber ist doch top, wenn sich da sozusagen, da bildet sich ja auch Knowledge, ja. Und ich glaube, Eule hat es ja angedeutet, dass man mit dem Wissen dann eben auch offen umgeht und diese Kapazitäten für die Öffentlichkeit auch mit zur Verfügung stellt. Also gute Sache, da hat sich dann sozusagen die Kultur wieder selbst geholfen. Es war nicht die Politik, sondern an der Stelle halt die Kultur. Und dafür sollte man in der Politik Freunde finden. Ich würde aber noch ganz gern eine ganz kleine Sache ergänzen, weil der Stefan, der hat so eine geile euphorische Rede gehalten auf den Spätsommer und ich teile da auch seine Einschätzung. Ich glaube auch, dass grundsätzlich wir so ein bisschen eine Renaissance erleben werden an Feiern. Ich glaube, dass es so einen richtigen Boost geben wird, wenn es dann mal so losgeht wieder und wenn es sicher und möglich ist. Auf der anderen Seite ist es aber auch diese Debatte, das Thema hatte ich oft, wenn man der Politik und den Behörden gegenübertritt mit dem Argument, hey, wenn ihr jetzt, und ich weiß, Stefan, du hast das als Prognose formuliert, Stefan ist jetzt auch gerade nicht am Tisch, leider. Ich glaube, es ist ganz schlecht zu sagen, ja, also wenn wir jetzt da nicht was machen und die Clubs und alles aufmachen und Festivals ermöglichen, dann sind unsere Parks wieder voll mit verrückten Ravern, die es jetzt nicht mehr aushalten. Die waren die ganze Zeit total brav und jetzt sind die dann in den Parks. Ich glaube, dass wir uns damit keinen Gefallen tun, weil A, glaube ich, dass sehr viele Leute nicht so drauf sind, dass sie dann sagen, jetzt ist mir das auch egal und ich mache das jetzt einfach. Es ist natürlich immer ein gewisser Teil, aber es bestätigt ein bisschen das Vorurteil, was ich dann aus konservativeren politischen Reihen höre. Ich habe da noch so, ich weiß nicht, ein Berliner CDU-Politiker sagte, glaube ich, da hat der Hedonismus wieder sein hässlichstes Gesicht gezeigt. Das spricht ja halt Bände, weil ja da gesagt wird, okay, Hedonismus ist per se hässlich, liegt noch ein bisschen an der Sache selbst, weil es natürlich ein nicht sichtbarer Bereich ist, der ja auch diese Mystifizierung, darum ist ja auch ein Teil davon, ist ja auch in Ordnung, aber da bestätigen sich dann wieder politische Vorurteile. Und ich denke, das sollte man in diesem Diskurs, ich glaube, das ist nicht elegant, damit zu argumentieren. Deswegen hätte ich das Argument auch niemals bei Behörden vorgebracht. Ich habe Gesundheitsämtern gegenüber gesessen und diskutiert, ob wir das Festival machen können oder nicht. Ich habe ihnen nicht gesagt, ey, hören Sie mal zu, wenn das jetzt hier nicht passiert, dann haben Sie 1000 Leute, die anstelle dessen in Brandenburg im Wald feiern, sich anstecken und die Heide anzünden. Ich glaube nicht, dass das Ziel führt. Ist. Auch wenn ich dieser Prognose zustimme, weil natürlich werden mehr Leute in den Park gehen, gerade wenn sie geimpft sind und sich sicherer fühlen aufgrund von niedrigen Inzidenzen. Das ist doof, aber ich glaube, es ist offiziell nicht so eine besonders elegante Argumentation. Ja, da will ich kurz direkt darauf antworten. Das habe ich auch nicht gemeint. Also, dass das eine gute Argumentation ist, glaube ich auch überhaupt nicht. Sondern ich habe ja vorhin extra gesagt, das ist eine Prognose, die ich wage, was passieren wird. Ich bin quasi Unzufriedenheitsmodellierer. Und ich modelliere, dass viele Leute in die Hasenheide gehen werden dieses Jahr, wenn es keine so. Und das ist kein Argument für die Politik, sondern die Argument für die Politik, was ich meinte, ist, statt dass wir, oder was ich sagen wollte vorhin, ist, dass man, wenn es wirklich so kommt, dass jetzt wieder ein Monat vergeht und es keinerlei Perspektive gibt, und dann ist ja der Moment, wo das auch losgeht, wo es nämlich abends nicht mehr so kalt ist und dann geht das los. Und dann sollten wir quasi als Leute, die zumindest, wir haben diese Leute in der Hasenheide nicht unter Kontrolle, das ist klar. Das sind nicht unsere Bots oder so, sondern was ich meine ist, diese angestaute, wir wollen jetzt aber doch endlich Party machen Ding, das sollten wir versuchen, mal vielleicht, ist nur eine Idee, zu kanalisieren in eine große Demonstration, die sagt, macht jetzt unsere Flächen wieder auf, macht unser Leben, wir wollen unser Leben zurück, um es mit, wie heißt es, wir sind Helden Worten zu sagen. Und das meinte ich, also ich meinte eher, dem das abgraben und stattdessen das kanalisieren in eine politische Message. Und ganz klar bin ich voll bei dir,
nicht hingehen und sagen, wenn ihr jetzt hier nicht unser Festival aufmacht, dann feiern wir ohne Abstand und Test in der Hasenheide. Nur das ist so. Also vielleicht einfach mal ein bisschen übersetzt zu sagen, besser ist es in jedem Fall solidarische kleine Raves mit einem Hygienekonzept als illegale ohne. Ich meine, das ist ja logisch. Und finde auch eigentlich die Idee von der Demo auch gut. Ich muss allerdings sagen, ich sollte am Wochenende jetzt sprechen eigentlich bei einer Veranstaltung Rettet die Techno-Clubs, wo es auch so mit Musik, aber vielen Redebeiträgen war. Eine coole Sache. Ich bin selber schon mehrfach da gewesen im Gorlitzer Park. Das sollte, aber es hat die Polizei dann relativ schnell aufgelöst und deutlich schneller und konsequenter aufgelöst als zum Beispiel irgendwelche Schwurbler, wo die Leute gar keinen Mundschutz haben und aus Prinzip keinen Abstand halten. Und das hat, glaube ich, schon ein bisschen was mit dieser Angst vor Hedonismus zu tun. Also ich habe am Hedonismus noch nie ein hässliches Gesicht gesehen, will ich an der Stelle sagen. Aber es gibt eben diese Einordnung und die Vorurteile. So, jetzt hat Angela sich ganz lange schon gemeldet. Jetzt kommst du dran und da hast du eigentlich auch so fast ein Schlusswort, würde ich sagen, auch mit Blick auf die Uhr. Oh je, ja. Die Hand, manchmal vergisst man ja, dass man die da noch da oben hängen hat. Was ich sagen wollte, weil das vorher so das Thema war, gemeinsame Stimme. Also ich möchte es auch noch mal ganz klar nach außen sagen an alle, die da auch irgendwas veranstalten. Weil ich bin ja auch seit 3 Jahren im erweiterten Vorstand der Clubkommission, auch im Bereich AK, also Arbeitskreis Festivals und auch Roundtables Festivals Berlin-Brandenburg. Es ist nämlich aufgefallen, beim letzten Roundtable zum Thema Hygienekonzept war massig voll, ja, weil alle diese Frage im Kopf haben. Und bei dem danach folgenden 2 Wochen später waren wir 10 Leute. Es war so ein bisschen okay, was ist passiert, aber was mir einfach auffällt, bitte nicht, also auch ich pfeife aus den letzten Löchern und bin immer noch da, irgendwie versuche ich am Start zu sein, weil ich finde es voll wichtig, dass wir uns vernetzen, was wir auch mit der Clubkommission und auch mit dem Impuls und auch mit Festivalkombinat und Livecom, was wir gerade tun, da wäre sonst der Brandbrief auch gar nicht so weit vorangeschritten, muss ich sagen. Was wir gerade auch tun, und ich kann nur alle ermutigen, egal aus welchen Ländern sie da kommen, tut es auch oder schließt uns an oder kommt mal dazu in den Roundtable, weil auch wenn wir wissen, wir kommen vielleicht mit diesem gemeinsam auf die Straße gehen und eine gemeinsame Stimme haben, vielleicht haben wir keinen Erfolg, aber wir sind nicht leise und ich möchte auch nicht leise sein dieses Jahr. Ja, der Bass also darauf noch dazu. Das wollte ich gerade sagen, also dass wir nicht leise sind, das ist that's for sure. Okay, wir könnten, glaube ich, noch stundenlang weitermachen, aber wir haben 1,5 Stunden gesagt, jetzt sind es schon fast 2 geworden. Ich würde es, glaube ich, an dieser Stelle einbinden, wenn mich bei euch allen ganz, ganz herzlich bedanken. Ich muss sagen, es hat viel Spaß gemacht und ja, es war jetzt nicht nur positiv, waren natürlich auch wieder viele Rückschläge dabei, aber es gab trotzdem auch erfrischende und zuversichtliche Beiträge. Und ich glaube, dass es genau diese Energie auch ist, die wir brauchen, um dafür zu sorgen, dass es weiterhin Festivals geben wird, dass die Rave-Kultur nicht sich so schnell kleinkriegen lässt und dass wir gemeinsam dafür streiten, dass wir dass Festivals einfach eine stärkere Lobby brauchen. Das nehme ich auch nochmal mit. Ich denke, das nimmt Isabel mit in ihre Kreise, in ihr Bundesland und ich nehme es mit auf Bundesebene. Wir haben jetzt mit der Clubkultur den ersten Schritt geschafft und die erste Lobby, glaube ich, aufgebaut. Und ich glaube, das sind unsere Hausaufgaben, jetzt auch eine Lobby für Festivals aufzubauen und selbstbewusst zu sagen, dass Festivals dazugehören zu unserer Gesellschaft und auch ein wichtiger und ein wertvoller Teil dieser Gesellschaft sind, wo sehr viele positive Menschen ganz positive Erfahrungen machen, die sie ein Leben lang bereichern werden. Und in dem Sinne will ich mich ganz herzlich bedanken, dass ihr dabei wart, an alle, die zuschauen, dass ihr reingehört habt. Ich kann mir vorstellen, irgendwann vielleicht dann nochmal eine 3. Runde zu machen, spätestens vielleicht nach dem Festival Sommer, Rückblick und Ausblick aufs nächste Jahr. Also darüber werden wir uns verständigen und wenn es stattfindet, werde ich es bekannt geben auf meiner Homepage, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter. Ja, insofern, ich drücke ganz fest die Daumen, dass das, was jetzt noch geplant ist, als Plan C oder als Festival geplant ist, dass es stattfinden kann und hoffe, wir sehen uns
Und ja, see you on the dance floor und gerne auch wieder an dieser Stelle. Und ich sage Bescheid, wann es soweit ist. Danke. Tschüss und rave on. Hallo? Und